Herzlich willkommen zu Verprügelt mit Drachen. Heute mit der zweiten Folge unseres Giacomo-Spezials. Mit Jonas Imam als Giacomo. Hello. Mit Basti Ulrich als Liebetraut und Antonia Bär als Jolm. Wenn euch diese Serie und diese Folge gefällt, dann tut bitte all die lieben YouTube-Sachen, mit denen ihr uns im Algorithmus einen kleinen Kick geben könnt. Liked, abonniert, macht die Glocke an, schreibt einen lieben Kommentar und so weiter. Ja, in der letzten Folge, ja bitte. Also, vielleicht war der Einwand nicht so wichtig. Ich glaube, das ist das Geräusch, was man in der Sauna macht, wenn man aus der Sauna rausgeht, zum ersten Mal kaltes Wasser abbekommt. Jolm. Möglich. Jedenfalls, in der letzten Folge von Verprügelt mit Drachen hat der unschuldige Gnom Giacomo auf einem möglicherweise von leichter Feenmagie verwunschenen Jahrmarkt ein betrügerisches Duo entdeckt, die versucht haben, ihm 50 Gold abzupressen mit einer fiesen, cleveren Methode. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Es kam zu einer Konfrontation mit einem wütenden Halborg. Und in diesem Kampf hat Giacomo plötzlich ungeahnte magische Fähigkeiten entdeckt, die, wie sich später herausgestellt hat, ihm von der von einer mächtigen Fee namens Abigail Espenlaub, der Stallmeisterin am seligen Hofe der Feen, geschenkt wurden. So hat sie das gesagt. Sie hat allerdings auch durchblicken lassen, dass sie es total nett fände, wenn Giacomo im Gegenzug mit seinen zwei neuen Freunden ihre wertvolle Feenstute aus der Menagerie, aus diesem Jahrmarkt befreit. Das alles ist gerade passiert. Ihr habt immer noch, also es sind inzwischen vielleicht 15 Minuten seit eurem Kampf vergangen. Ihr habt dieses ganze Gespräch mit Abigail geführt. Sie ist verschwunden, als sie den Eindruck hatte, dass ihr euch entschlossen habt, euch um das Pferd zu kümmern. Was möchtet ihr machen? Also ich würde gerne erstmal eine Short Rest machen. Ja. Mich so ein bisschen erholen. Ich habe ja auch einen Schlag abbekommen. Mhm. Würde aber, wenn es möglich wäre, während der Short Rest Giacomo die ganze Zeit tief in die Augen gucken und ihm so ermunternd zunicken. ihr könnt der Einfachheit halber ruhig einmal erstmal eure Short Rest nehmen. Das heißt, ihr dürft eure Hitwürfel würfeln, bis zu zwei jeweils. Bei einer Long Rest bekommt ihr nur einen wieder. Ich weiß gerade beim Hexenmeister nicht, ist es ein D8 oder? Es müsste ein D8 sein, aber ich glaube, wenn du auf Rest klickst, müsste es dir auch anzeigen oder auf Hitpoints. Ja, das Problem ist nur, ich weiß gerade nicht, wo ich, in der App die Rest-Funktion war. Das ist ein Lagerfeuer-Symbol. Lagerfeuer. Ach ja, richtig. Ich habe einen D8. Genau. Und es kommt dann immer noch, ich glaube, du hast keinen Constitution-Bonus, aber das ist ein D10. Stimmt. Aber es käme dann immer noch, D8 sind so zwei Pyramiden. Nimm den. Zwei, da kommt noch, aber ich glaube, du hast keinen Constitution-Bonus. Ich habe keinen Constitution-Bonus, genau. Dann kriegst du die zwei Hitpoints zurück und du kannst noch einen weiteren Würfel würfeln, wenn du möchtest. Ich kann noch einen würfeln, wenn ich möchte. Du hast ja zwei. Ah ja. Gut. Du würdest bei einer Long Rest nur einen zurückbekommen, aber... Und drei. Okay, also hast du 5 Punkte geheilt. Giacomo sitzt auch einfach da apathisch rum und weiß nicht so richtig, mit sich was anzufangen, deswegen mache ich auch eine Short Rest. Kein guter D8 heute. Doch. Und ich kriege einen Konzi-Bonus. Das sind 10 plus 4 sind 14. Das heißt, ich bin wieder voll. Genau. Hast du Schaden genommen? Ja. Ich habe. Könntest du jetzt auch. Von dem Halborg, der dann weggerannt ist. Genau. Ja. Ich mache auch eine. Ich hätte gar nicht zweimal würfeln müssen. Ich hatte ja schon den Heiltrank getrunken, einmal reicht. Ja, dann hast du auch nur einmal gewürfelt, aber... Das ist eine 10. Genau, also inklusive deinem Constitution-Bonus. Oder genau, dein Constitution-Bonus kommt ja immer noch drauf. Genau. Das wäre mehr, als ich verloren habe. Ja gut, dann bist du einfach wieder voll. Ein bisschen voll, das ist doch schön. Ja. Genau. Und das heißt, ihr sitzt jetzt erstmal eine Stunde dort. Ihr könnt natürlich auch irgendwo anders hingehen, solange ihr jetzt keine schweren Arbeiten unternehmt oder sowas. Ich habe eigentlich Fragen. Also, was ist denn jetzt? Also, ich meine, ich habe noch nie ein Pferd gestohlen und ihr seht aus wie Leute, die bestimmt schon mal Pferde gestohlen haben.
Was machen wir denn jetzt? Nun, den, diesen, wie heißt der Stallherr? Dagairos. Dagairos wahrscheinlich eher aus Dagairos. Wir sind ja hier schon länger auf dem, oder wir sind ja vorher schon auf dem Jahrmarkt, wir haben ja schon ein bisschen ausgekundschaftet. Weiß ich denn irgendwas darüber, wie der Stall befestigt ist, ob es da Wachen gibt? Haben wir das schon ausgekundschaftet quasi? Genau, da würfel doch mal History. History. Don't know much about history. Don't know much about history. Okay, das ist dann wieder ein. So. Das ist eine 19 plus 2, also eine 21. Entschuldigung. Du saugst das Glück daraus. Das geht nicht. Mit einer 19, ja. Also. Du weißt, es ist auch, also offensichtlich ist Dagairos auch nicht so sehr auf das Tierwohl versessen. Also es ist wirklich einfach so ein Zirkuswagen, in dem dieses Einhorn auf einem etwas ranzigen, also dieses wunderschöne Feenpferd, dem ein Horn angeklebt wurde, auf einem auch schon etwas verrotteten Heubett liegt. Und ja, der ist halt mit einem Schloss gesichert. Hast dir das, ja, mit einer 21 hast du gesagt? Genau. Ja, dann bist du wahrscheinlich einfach so reflexhaft schon mal so aus Gewohnheit auch etwas näher an die Schlösser da rangegangen und würdest schätzen, dass das so mittelgute Schlösser sind, die du wahrscheinlich Schlossknackerfähigkeiten halbwegs, also hast eine gute Chance, die zu öffnen. Auch bei der Auskundschaftung ist dir ein, zweimal aufgefallen, also du bist wahrscheinlich nicht so nah an Dagairos rangegangen, aber du hattest schon den Eindruck, dass er ein, zweimal irgendwie so kleine Zaubersprüche gewirkt hat. Also dass der gut wahrscheinlich auch ein bisschen magische Fähigkeiten hat. Also das Schloss an sich wird gar kein Problem sein. Da können Cholm und ich, also da haben wir schon Schlösser geknackt, die um Dutzendfaches schwerer zu knacken waren. Aber das andere Ding mit der Magie, also dieser Dagairos scheint genauso wie du auch so ein Magiertyp zu sein. Da müsstest du vielleicht uns eher sagen. Ich bin kein Magiertyp. Ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt irgendwas Magisches getan. Ja, also okay, bist du ein Magiertyp, oder nicht? Nein. Giacomo, es geht erstmal nur darum, was du darstellst, ja? Das muss niemand wissen, dass du das erst seit heute machst. So, aber wenn du alle wissen es. Nicht, wenn du richtig damit auftrittst, nicht, wenn du in den Raum kommst und dich so verhältst, als wärst du schon 100 Jahre Warlock gewesen. Okay, aber warum muss ich in den Raum kommen und heraushängen lassen, dass ich zaubern kann? Ich dachte, wir stehlen ein Pferd. Wir werfen erstmal okay, Ideen zusammen. Anderen, okay, ja. Das ist ein Safe Space hier. Man kann. Jede Idee ist eine gute Idee, zunächst mal. Alleine das hört sich schon nicht wie eine gute Idee an. Also, wie viel Uhr ist es überhaupt? Wie viel Uhr ist es überhaupt? Es ist jetzt um die Mittagszeit, gerade so. Also du bist so am Vormittag irgendwann losgegangen. Und wann ist immer, also ist das immer offen, dieses, ich bin ja schon ein paar Mal jetzt da rumgelaufen. Ja, ja, genau, nee, ich meine, du meinst, was ist immer offen, die Menagerie, diese, oder? Diese Menagerie-Dings, ja. Ja, also die hat so mehr oder weniger, der Jahrmarkt hat jetzt keine strengen Öffnungszeiten, aber die meisten, also ihr selbst auch und wahrscheinlich macht es die Menagerie ähnlich, sind so bis ungefähr 2 Stunden nach Sonnenuntergang immer offen gewesen. Es kann natürlich sein, dass heute am letzten Tag, wo sich Leute schon für die Weiterreise vorbereiten, dass sie vielleicht auch ein bisschen früher zumachen. Das heißt, wir können gar nicht auf heute Nacht warten, um das Pferd zu klauen. Aber auf die Nacht warten haben wir auch nicht nötig, wirklich. Also du weißt schon, dass es meistens so ist, dass man halt nicht bei Nacht abreist, sondern so, weil sondern eher, dass heute alles vorbereitet. Also das kannst du nicht sicher wissen, aber so wie du es bei eurer Halblingskarawane gesehen hast, ist es eigentlich so, man macht am Abend halt alles fertig und bricht dann kurz vor Morgengrauen auf. Ich meine, wir könnten ihn noch einfach fragen, wann er vorhat abzureisen. Ich würde jetzt ihn erstmal außen vor lassen. Willst du vielleicht einfach mal das Schloss untersuchen, ob das ein normales Schloss ist oder ob da irgendwas mit Magie? Ja, das kann ich natürlich machen. Ich habe ja immer eine Verkleidung mit dabei, ne?
müsste ich jetzt, wenn ich eine Verkleidung habe, für jetzt festlegen, was die Verkleidung ist und dann ist das für immer die Verkleidung? Nicht für immer, aber es braucht halt natürlich seine, also du hast ja ein Disguise-Kit, also du hast so genau. Materialien so für Bärte, Kleider, du brauchst dann halt ein bisschen Zeit, also das musst du dann auch nach der Shortrest machen, weil das ja schon Konzentration erfordert. Yeah. Du brauchst vielleicht so 20 Minuten, um dich zu verkleiden und müsstest dann halt einmal würfeln, wie gut die Verkleidung ist und dann kannst du irgendwann auch eine neue Verkleidung anlegen. Okay, weil ich würde mich gerne als einer der, die haben ja mit Sicherheit auch so Wärter für die Tiere, ne? Die so auf die Tiere aufpassen. Interessanterweise nicht wirklich, der Gairos scheint das alles alleine zu machen. Er hat ein bisschen Personal, das die Wägen bewegt, also er hat so ein paar Kutscher oder sowas. Mhm. Aber du hast jetzt nicht. Ja, also streng genommen wahrscheinlich schon. Aber ich habe eine andere Idee, aber die würde ich erst. Also so gesehen, ja, bestimmt kümmern die sich auch so ein bisschen um die Tiere, ja. Doch. Die würde ich aber erst besprechen wollen. Ich habe folgende Idee. Kannst du dich noch an den Scam auf dem Boot erinnern damals? Ja, ich erkläre es kurz, Giacomo. Ja. Was wollen Leute, die mit Tieren auf Jahrmärkten rumziehen? Was wollen die wirklich? Geld verdienen. Das ist absolut korrekt, Giacomo. Du lernst dazu. Ich bin sehr stolz auf dich. Und Geld verdienen, natürlich, indem man irgendeinen reichen Trottel findet, der denkt, ach, das ist ja ein echtes Einhorn und ihnen das Einhorn abkauft. Ah. Und wenn man ein reicher Trottel ist, Giacomo, das ist das, was du in dieser Welt noch lernen musst, dann erzählen einem die Leute alles. Wenn du genug Geld hast, dann bekommst du alle Infos. Ich verstehe. Also würde ich mich jetzt als jemand verkleiden, der sehr reich ist und diesem Meister der Tiere mal einen kleinen Besuch abstatten und ihm sagen, dass ich sein Pferd gerne kaufen möchte. Und dann? Dann kauft ihr es. Dann komme ich mit den Infos zurück und weiß dann, wie das Pferd gesichert ist. Und dann können wir es heute Nacht klauen. Okay. Aber ich dachte, wir können... Reißt er nicht ab, bevor es dunkel wird? Nee. Also glauben wir nicht. Wir glauben, dass... Achso, dass er noch über Nacht... Okay. Ja. Genau, dann würde ich das machen. Ich würde mich jetzt so fein herrichten, wie ich nur kann. Ich habe ja sogar eine feine Kleidung mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie fein die wirklich ist, wenn ich auf Level 2 bin, ob man... Ja, das hat ja mit dem Character-Level nicht wirklich was zu tun. Das ist dann schon feine Kleidung, ja. Die kannst du so ein bisschen ausschmücken, wie du möchtest. Genau. Währenddessen läuft da irgendwo... ist da gerade ein Tier in der Nähe? Also bei uns jetzt? Irgendwas, ein Vogel oder eine Ratte oder irgendwas? Mach mal einen Perception-Check. Eins. Also zwei. Du siehst eine Fliege, die gerade um Liebe Trauts Kopf schwirrt. Okay, ja, das ist nicht das, was ich meinte. Das ist egal. Okay. Ich glaube, ihr solltet euch mal wieder waschen. So. Ihr zieht Fliegen an. Wer sagt denn, dass ich nicht gern von Fliegen umgeben will? Okay, wie ihr wollt. Aber euer Kollege hier ist sieht sehr viel reinlicher aus. Ich will ja nichts sagen, es ist mir nur aufgefallen. Ich war früher Kammerdiener. Hygieneprofi hier drüben auf einmal. Entschuldigung, willst du jetzt das Geld haben oder nicht? Oder deine magischen Fähigkeiten oder was auch immer? Ja. Ja, dann benimm dich mal vielleicht ein bisschen. Okay. Gleich große Töne hier schon. Ich dachte nur, wenn ihr euch als reicher Mann verkleiden wollt, dann... Das ist natürlich ein guter Punkt, dann sollte ich wahrscheinlich auch gut riechen. Also ich würde mich jetzt verkleiden, in meine feine Kleidung hüllen. Und dann würde ich sagen, für das Disguise-Kit, du kannst Wisdom oder Dexterity benutzen, weil es ist ja einmal, wie gut die Verkleidung ist und wie gut du sie anbringst, was auch immer besser ist, plus deinen Proficiency-Bonus, was zwei sein muss. Zwei sind, Level 2. Genau. Das ist eine 7 plus... 4 dann insgesamt mit Dexterity und Proficiency, also eine 11. Ja, eine 11. Naja, das ist ja nicht das Allerschlimmste. Ja, genau. Also du bist, deine beiden Freunde können dich wahrscheinlich auch angucken und ja, ihr seht so, er ist so mittelgut verkleidet. Könnte schlechter sein, könnte besser sein. Okay. Ich überlege gerade, was das heißt, mittelgut verkleidet. Es ist wahrscheinlich so, dass man halt, dass wahrscheinlich die Klamotten schon so ein kleines bisschen abgenutzt sind. Also es sind edle Klamotten, aber man sieht halt, dass die nicht perfekt gepflegt sind. Ja.
Und das, was auch immer du mit deinem Gesicht gemacht hast, vielleicht auch irgendwie so weißen Puder und sowas, dass der halt auch dass der nicht so ganz gleichmäßig aufgetragen ist. Also eine wirklich Person von Adel, die irgendwie Diener hat. Das sieht wahrscheinlich Giacomo. Ja. Achso, dann würde ich aber vielleicht sagen, Giacomo, als Kammerdiener weißt du doch wahrscheinlich, wie man so einen... Ja. Dann würde ich sagen, wenn du willst, kannst du ihm helfen und ihm damit Advantage geben. Dann dürftest du nochmal würfeln. Auf jeden Fall. Ich fange also an, Giacomo sieht, du hast ja die Schminke komplett falsch aufgetragen. Ja, das ist jetzt eine 9, also dann eine 13 insgesamt. Ja. Leicht besser. Genau, also Giacomo geht da nochmal hin und pudert dich nochmal richtig ab. Mhm. Und oh, danke. Vielen Dank, Giacomo. Du weißt, dass das eine richtig gute Fähigkeit ist, zu wissen, wie reiche Leute sich verhalten. Nee, das wusste ich bisher nicht. Bisher war es einfach eine sehr nervige Fähigkeit. Das könnte sehr nützlich sein. Und sehr lohnend. Je nachdem. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und ich meine Geld. Ich meine lohnend im Sinne von lohnend. Also wir haben noch nicht drüber gesprochen, was für eine Laufbahn du jetzt einschlagen möchtest mit deinen magischen Fähigkeiten. Aber eventuell könntest du ja auch bei uns in die Lehre gehen. Wir bringen dich richtig groß raus, Junge. Okay. Ich wollte eigentlich nur jemandem beweisen, dass er Unrecht hatte. Ja, und was ist besser, als unglaublich reich zu werden? Ja. Und den reichen Leuten zu beweisen, dass sie zu Unrecht dieses Geld hatten, offenbar. Ja. Oh, es geht gar nicht so sehr um reiche Leute. Um wen geht es, Jack? Es geht um diesen verdammten Barden. Um wen? Um diesen verdammten Barden. Ist nicht so wichtig. Was für ein Bade, Giacomo? Ich pudere weiter hektisch in meinem Gesicht rum. Ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt eine kleine... Wir wollen ihn ja in unser Scheme-Team mit aufnehmen und dementsprechend... Scheme-Team! Und dementsprechend habe ich schon das Gefühl, wir müssen jetzt auch so ein bisschen sein Ego wieder aufbauen. Was ist das denn für ein Bade, Giacomo? Das ist ein ganz grässlicher Mann. Nicht mal ein Mann, er ist halb Schnecke. Halb Schnecke? Ja. Der Schneckelbade? Ja. Moment. Ja, wir haben von dem Schneckelbaden gehört. Der Schneckelbade? Sag das nicht so, als wäre er berühmt. Der gigantische... Naja, er ist schon... Der gigantische Schneckelbade von Glanwood, der alleine eine ganze Zombie-Armee erlegt hat, den kennt ihr? Wir haben viele Sagen rund um die Lagerfeuer hier gehört über den gigantischen Schneckelbaden und seinen winzig... Er ist nicht gigantisch, er ist klein und er ist anstrengend und drogensüchtig. Also ich meine, das ist eigentlich die einzige wirklich interessante Geschichte, die wir hier überhaupt zu erzählen haben. Und du sagst, er ist überhaupt nicht beeindruckend? Nein, er ist nicht beeindruckend. Er ist ein Dieb und ein Gauner und ein Lügner. Man sagt und von ein ihm, Betrüger und ein... Die anderen machen immer die ganze Arbeit und er schläft den ganzen Tag. Man sagt von ihm, dass er einen Barbar mit seinen Gedanken kontrolliert. Stimmt das? Ja, der ist nicht schwer zu kontrollieren. Und der ist auch ein mieses Schwein. Mit diesen Helden warst du unterwegs? Die sind keine Helden. Hört auf, sie als Helden zu bezeichnen. Die sind gewalttätige Irre, die von einem Fettnäpfchen ins nächste trapsen. Die Gefühle von Menschen verletzen. Aber das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Also das ist deine Motivation. Die Rache. Ich werde denen zeigen, dass ich kein nichtsnutziger kleiner Gnom bin und dass ich sehr wohl was erreichen kann im Leben. Ja, nämlich ein reicher kleiner Gnom zu sein. Von mir aus auch das. Ich glaube, wir werden uns sehr gut verstehen. Ja, glaube ich auch. Ja, wenn ihr das sagt. Okay, von also mir aus. Aber jetzt erstmal das Einhorn, das Pferd. Das Pferd. Wir kümmern uns jetzt um das Pferd. Ich habe noch eine Idee. Ich habe ja diesen Sack mit den Kugellagern dabei. Mhm. Ne? Ich habe so ganz viele kleine Kugeln, die ich werfen kann nach Leuten, damit die ausrutschen. Ja. Ich stelle mir das vor, du musst mir das sagen, Georg. Hast du auch Bügeleisen an einem Seil? Und so einen Eimer mit Farbe, den ich auf eine Tür stellen kann. Können wir irgendwo eine Klinke erhitzen? kannst du, wie gut kannst du Joe Pesci nachmachen, Georg?
Ich, yeah. Sehr gut. Ich stelle mir das vor als so ein, das ist so ein Sack, so von der Größe ungefähr, also schon handlich, ja. Wo man halt so klimpern hört quasi. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ich würde so sagen, ist vielleicht ein kleines bisschen kleiner, ja, genau, ja. Weil meine Idee wäre jetzt, gib mir mal alle Goldstücke, die ihr dabei habt. Was geht das wieder los? Gib mir mal all eure Goldstücke. Aber ich schwöre, ihr kriegt sie zurück dieses Mal. Gib mir mal eure Goldstücke. Ich pack so die Du würdest jetzt nicht irgendwas abziehen, ohne mir Bescheid zu sagen, oder? Nee, unter keinen Umständen. Ja, und du würdest auch nicht irgendwas abziehen, ohne mir Bescheid zu sagen, oder? Nee, natürlich sind nicht. Wir sind ein Team jetzt. Okay. Ich würd diesen Sack jetzt vor den beiden auslegen und so aufmachen, damit sie besser verstehen, was ich meine. Und meine Goldstücke, die ich dabei habe, schon mal so oben drauflegen. Ah, ja. Damit es quasi so aussieht, als wäre der ganze Sack voll mit Gold. Ja. Klassiker. Ich geb dir die paar Goldstücke, die ich habe. Die 15. Okay. Ja. Okay. Dann nehme ich quasi alle Goldstücke und verteile die so ordentlich. Weiß nicht, ob ich dafür noch was würfeln muss, dass man halt nicht sieht, dass darunter nur irgendwie so wertlose Kugeln sind. Ich würde mal sagen, wenn Jolm dir sein ganzes Gold gibt, du hast ja durchaus. Wie viel hast du dabei? Oh ja, ich habe. Jolm ist ja, glaube ich, sowas wie euer Kassenwart. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ich habe 95. 95 Gold. Ja, also wow. Ich glaube, wenn du davon die Hälfte nimmst, dann ist das schon überzeugend. Solange niemand den Sack durchsucht. Also ich belege halt diesen Sack quasi mit oben, so mit Goldstücken, damit es so aussieht, als hätte ich so einen riesigen Sack an Gold dabei. Und dann würde ich den nehmen und sagen, na dann schauen wir mal. Mhm. Und was machen wir jetzt? Ja, das weiß ich doch nicht. Also wir sollen nicht mitkommen, ja? Was ihr machen könntet, ist tatsächlich die Security rund um schauen, ob es noch irgendwelche Diener gibt, die vielleicht hier zur Begleitung sind, die uns dazwischen kommen könnten, ob die hier irgendwo rumlungern. Okay. Also gut, ich werde es probieren. Jacko läuft einfach los. Jacko! Also er ist schon hier auf dem Gelände von den Tieren bleiben. Ja, ja. Ja, yeah, okay. Ich wusste jetzt nicht, ob du weißt, wo du hinläufst. Das sind ja nicht nur magische Tiere, sondern das sind hauptsächlich so Betrüger. Genau, so genau weiß ich es nicht, aber es sind zum großen Teil Fakes. Okay. Es sind wahrscheinlich auch ein paar magische Tiere dabei. Es sind wahrscheinlich auch einfach ein paar Vögel, die halt irgendwie besonders hübsch aussehen dabei. Okay, ich starre die Vögel an für eine Weile. und also ich irgendwie weiß ja nicht so richtig, was mit sie anzufangen und fängt an, mit denen so ein bisschen zu reden. Und ich möchte aus Versehen Beast Speech aktivieren. weil ich ja at will mit Tieren reden kann, ohne richtig wissen, warum. Ihr seht ja eigentlich ganz schön aus, aber ich weiß nicht, ob ihr echt seid. Seid ihr echt? Was ist das für eine Frage? Wer spricht da? Ich? Fangen um sie umzugucken. Ich, hallo, hier. Das ist einer der Vögel, Jorm und ich schauen uns währenddessen so ein bisschen entgeistert an. Yeah. Ihr hört ja nur Gezwitscher, ne? Du hast nicht, klar, also du hörst was. Ja, ja. Na, aus unserer Perspektive bist du jetzt einfach ziellos zu irgendeinem Käfig gegangen und hast angefangen so zu zwitschern wieder. Also mache ich dann auch Geräusche wie ein Tier? Ich glaube schon. Okay. So würde ich das, also genau, du hast wahrscheinlich intuitiv, ohne es zu merken, einfach gleich in deren Sprache gesprochen. Was fragst du mich, ob ich echt bin? Bist du echt? Natürlich bin ich echt. Warum könnt ihr mich verstehen? Warum kann ich euch verstehen? Das Gleiche wollte ich dich gerade fragen. Ich habe langsam Zweifel, ob das eine gute Idee war. Lass ihn mal machen kurz. Lass ihn mal machen? Vielleicht ist das einer von diesen neuen Fähigkeiten, die ich habe. Es würde Sinn ergeben. Nee, würde es Sinn ergeben? Es würde keinen Warum Sinn kannst ergeben. Du mit mir sprechen? Können alle von euch mit uns sprechen? Und tust du nicht? Nicht, dass ich wüsste. Ist auch mein erstes Mal. Ja. Seid ihr schon lange hier in diesem Käfig? Oh ja, viel zu lange. Das ist so eine Art Pfau. Also das heißt, wir machen die ganze Zeit so. Oho, oho. Ja, genau. Wollt ihr hier raus? Versuchst du mich zu verarschen? Natürlich will ich hier raus. Ich meine, ich weiß nicht viel, aber ich weiß, dass es hier ein Käfig ist. Das stimmt. Das ist ein Käfig. Ihr seid sehr schlauer Vogel. Ist fast wie Giacomos Stimme, fällt mir gerade auf. Sehr nah dran, ja. Okay, und was ist mit dem Pferd? Was wisst ihr über das Pferd? Das Einhorn.
das Pferd, das Einhorn. Ist es auch eingesperrt? Könnt ihr mit ihm reden? Nein. Ach ja, richtig. Das ergibt keinen Sinn. Warum vielleicht kannst du mit ihm reden. Du kannst ja offenbar mit allem reden. Jetzt, wo ihr es sagt. Ist das Pferd in der Sichtweite irgendwo? Ja, schon ein paar Schritte so gegenüber auf der anderen Seite des Weges. Okay, Giacomo schlendert viel zu übertrieben nonchalant dahin und pfeift dabei und so und versucht unauffällig auszusehen, aber wie so ein richtiger Amateur. Ja. Ist da jemand in der Nähe, ein Menschen? Es sind, wie gesagt, es sind ganz wenige Leute unterwegs. Achso, ich finde mal, ob vielleicht ja auch der Chef in der Nähe ist. Ja. Mach mal einen Perception-Check oder von euch kann auch eine Person, wer auch immer besser in Perception ist, darf gerne einmal würfeln. Ja, ich verkackt. Ist eine 3. Ich würde während Giacomo jetzt so nonchalant darüber wandert, ich bin ja schon verkleidet als reiche Person, also ich kann ja quasi nicht mehr gesehen werden jetzt mit den Menschen. Ich würde dich so anschauen, so jetzt mach was. Genau, also macht bitte einmal einer von euch beiden auch einen Perception-Check. Ich habe plus 0. Ich habe plus 2. Diese 2 plus 2. Ja, nö, dann kriegt ihr nichts mit. Okay. Ja, was möchtest du machen? Ja, ich stoße nur Holm so an. Was willst du denn nicht machen? Du kannst ihn doch nicht einfach jetzt hinlaufen lassen. Der hat gerade mit einem Vogel geredet. Der lässt uns ganz gehst du zu dem Einhorn. Ja, hast du gerade mit einem Vogel geredet. Das war die Gnomeigenschaft. Nee. Das ist, der lässt uns hier unseren ganzen Plan auffliegen. Einer von meinen Warlock-Packs. Okay, es ist nicht Speak with Small Beasts, sondern es ist Beast Speech. Ja, es ist mit allen Tieren. Also es muss ein Tier sein. Es ist halt die Frage, ob das... you can speak with animals at will without expanding a spell slot. Das ist abgefahren. Ein Eldritch Invocation. Cool. Wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Ich glaube, es hat wirklich so einen ganz komischen Namen, wie Anrufung oder sowas. Genau. Ja. Ulrich. Ulrich-Anrufung. Schauriger Ulrich. Ja. Eldritch Invocation. Ich weiß, was Eldritch Blast heißt der wirklich, habe ich doch schon mal drüber gesprochen. Okay. Ja, ich laufe so unauffällig ich kann zu diesem Pferd hin. Das liegt da oder steht da? Oder was macht das? Ja, das liegt da wirklich auf seinem verrotteten Heubett. Okay. Ein bisschen halboffenes Auge. Dann bin ich so. Psst. Hey du. Was? Redest du mit mir? Ja, ich rede mit euch. Oh. Du merkst gleich, sie versucht sich so ein kleines bisschen aufzurichten, also jetzt nicht aufzustehen, aber so vom Hinlegen so versucht sie etwas würdevollere Position einzunehmen. Ja. Abigail schickt uns. Abigail? Du hast mit Abigail gesprochen? Ja, ich habe mit Abigail gesprochen und sie danach ausgekotzt. Das ist eine andere Geschichte, das ist ein bisschen kompliziert. Der wichtige Punkt ist, wir sollen dich befreien. Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut, so ist er entfernt. Das finde ich wunderbar. Dieser Mann, der dich festhält, ist er gefährlich? Ja, ich weiß nicht genau, wie gefährlich er ist, aber er hat einer mächtigen Fee ein wertvolles Pferd abgenommen und er hält mich hier gefangen. Er kann zaubern. Er kann zaubern? Er kann zaubern. Kann er gut zaubern? Das habe ich schon mal gesehen. Nicht so gut wie Abigail. Und trotzdem hat er es geschafft, das Pferd euch zu bekommen. Er hat sie betrogen. Er hat die Regeln des Feenreichs ausgenutzt. Okay. Und hat er viele Diener und Wachen? Er hat 3 Diener, aber die sind Idioten. Ich habe einen von ihnen getreten durch die Gitterstäbe durch. Verstehe. Dann haltet euch mal bereit. Vielleicht ist es wichtig nachher, dass wir schnell entkommen. Was? Du hörst was? Ich mache die ganze Zeit nur Giacomo, was machst du? Ich rede mit dem Pferd. Du redest mit dem Pferd? Ja, ich rede nicht so laut. Ich rede mit dem Pferd. Du redest mit dem... Okay. Ich brauche mehr und du redest mit dem Pferd. Was heißt das? Ihr redet mit meinem Einhorn. Hä? Da ihr gerade nicht so aufmerksam wart. Aber ich habe das hab ich aber geflüstert gerade zu ihr. Also das. Ja, okay, gut, dann sagen wir so. Dann war es nicht, ihr redet mit einem Einhorn, sondern nur, kann ich euch vielleicht helfen? Und hinter euch steht ein sehr alter Elf. Das heißt, also er sieht schon
Man sieht leichte Falten in seinem Gesicht. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass er wahrscheinlich 500 Jahre oder älter ist. Oh. In, ja, so tatsächlich so einem samtenen Anzug, der so ein bisschen an so Zirkusuniformen erinnert. Ja. Wie man sie aus unserer Welt kennt. In dunkelblau und schwarz gehalten. Ja, das ist einfach nur, kann ich euch helfen? Ich würde jetzt, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten und sehe das jetzt, dass der auf die beiden zuläuft. Würde so schnell wie möglich, dass es aber immer noch halbwegs so grazil wirkt wie eine reiche Person, mich annähern und sagen, hoch, beachten Sie meine Diener nicht. Die sind ein bisschen daneben, hallo. Okay, ich schaue erstmal, wie er auf deine Verkleidung reagiert. Aha. Und den Dialekt? Nein, den Dialekt nicht, okay. Leider findet er deine Verkleidung nicht so ganz überzeugend, deswegen müsstest du deinen Deception-Check mit Disadvantage machen. Oh nein, direkt bei der ersten. Okay, Disadvantage, das erste ist eine 2. Ups. Aber können wir ihn nicht damit unterstützen, dass wir jetzt so wie Dina reagieren? Könntet ihr, allerdings dann wäre es der erste Wurf gewesen und das war eine 2. Also weil dann würdet ihr ja nur den Disadvantage ausgleichen. Oh nein, ich habe eine plus 8 in Deception, also eine 10. Ist es eine 10? Ich würfel nochmal einen neuen Inside-Check für ihn. Das ist ja... Das sieht nicht gut aus. Schritt 1 von 20 schon. Das da sind eure Diener. Ja, sicherlich. Vielleicht müsst ihr besser auf euren Diener aufpassen. Euer einer Diener hat die letzten 3 Tage mit irgendwelchen Halblingen zusammengearbeitet. Ne, welcher von den beiden? Das wird ja, dieser kleine Gnom hier. Ich habe ihn doch gesehen, wie er jeden Morgen den Halblingsladen eröffnet hat. Was hast du gemacht, Rufus? Es tut mir sehr leid, Sir. Ich wollte nur etwas Geld hinzuverdienen für meine Frau zu Hause. Na, das geht nun aber überhaupt nicht. Jetzt gehen wir wieder nach Hause, ganz schnell. Okay. Entschuldigung, ihr seid wohl... Ihr habt euch wohl ein bisschen vertan. Das hier ist eine Menagerie, kein Zirkus. Also bitte, lasst mein wertvolles Einhorn in Ruhe und... Nein, der werte Herr, wir wollten keinerlei falsche Emotionen in Ihnen auslösen. Wir haben großen Respekt für ihrer Menagerie. Wir selbst haben bei uns zu Hause auch eine. Und da ist mir doch ihr Einhorn aufgefallen. Und wie wunderbar grazil es da steht und liegt. Oh, ihr versucht mir zu schmeicheln, guter Mann. Vertraut mir, da seid ihr hier an der völlig falschen Adresse. Wenn ihr die Tiere weiter anschauen wollt, dann sind das 2 Silber pro Person und ihr könnt euch mit den Tieren, ihr könnt meine Fabelwesen bewundern und ansonsten verschwindet. Also ich würde mir das Tier tatsächlich gerne anschauen. Ich bin nämlich der Stallmeister. Ihr könnt euch eure ganzen Liefen sparen. Für 2 Silber könnt ihr die Tiere anschauen, solange ihr wollt. Okay. Und wenn ihr nicht bezahlen könnt, dann bitte verschwindet von... Zeig ihm das Gold. Ich weiß, wir müssen nicht diskutieren über irgendwelche semantischen Eigenheiten dieses Gesprächs. Ich zeige Ihnen mal was, vielleicht wird Sie das überzeugen. Und ich mache so die Tasche auf und zeige die einfach nur oben mit Gold belegt ist. Vielleicht spricht Geld in ihrer Welt ja eine ähnlich wichtige Sprache wie in meiner. Okay, machen wir nochmal einen separaten Deception-Check. Disadvantage und Advantage gleichen sich aus, also ein Wurf. Uff, oh! Net 20. Okay, also er guckt mich an, es ist offensichtlich, Geld. Er glaubt euch kein Wort. Er hat komplett durchschaut, dass ihr irgendwie bullshittet. Aber da ist ein Sack voll Geld. Nun. Ja, dann na, sagt es doch gleich. Wie kann ich euch zu Diensten sein, guter Mann? Wie gesagt, ich würde natürlich, weil es um eine große Investition geht, ist es meine Aufgabe als Stallmeister zu schauen, dass das Tier natürlich auch so viel Gold wert ist. Deswegen würde ich vielleicht, wenn ich einfach mal herantreten dürfte an das Tier und es genauer untersuchen. Ihr könnt so nah, ihr möchtet an den Käfig herantreten. Das ist schon sehr schwierig durch den Käfig. Nein, ich bedauere, ich kann leider unter keinen Umständen das Schloss für euch öffnen, für keinen Preis der Welt. Nun, das ist ja auch fein. Ich wollte nur wissen, ist es denn überhaupt zu Verkauf, dieses Einhorn von Ihnen? Naja, ich sag mal, alles hat seinen Preis, aber es ist natürlich ein sehr, sehr wertvolles Exemplar. Ich weiß nicht, ob ein solcher Sack da reicht. Nun, wo der Sack herkam, da sind noch tausende Säcke.
Wissen Sie, ich reise nicht ohne Grund durch die Welt und suche die schönsten Tiere. Ich möchte die größte Tiersammlung der Welt eröffnen und eines Tages eine genauso ansehnliche Menagerie haben wie Sie selbst, mein werter Herr. Gut, na dann würde ich einmal sagen, bei 2000 Platinstücken und das Tier gehört euch. Platin. Ja, ein Platin sind 10 Gold, das heißt 20.000 Goldstücke hat er dir gerade angeboten. Ja. Wir können natürlich über den Gegenwert in Diamanten reden oder über Wertsachen oder einen Tausch. Mein lieber Herr, ich kenne die Wechselkurse bestens. Sie müssen mich nicht, Sie müssen mir das nicht erklären. Man sieht aber schon, dass ich so ein bisschen so zum Schwitzen habe. Ja, ich kann Ihnen versichern, das Geld ist da. Und wenn es darum geht, einen Preis festzusetzen, wie gesagt, also ohne eine genaue Begutachtung, wird das leider überhaupt nichts werden. Dann müssten wir eigentlich sofort wieder gehen und vielleicht werter Herr Stallmeister, Sie sehen, die Sache ist so, ich beabsichtige überhaupt nicht, mich von diesem Exemplar zu trennen. Das heißt, ich habe meinen Preis genannt und ihr seid ja auf mich zugekommen. Guter Mann, ihr findet das Tier offenbar wertvoll genug, um es zu kaufen. Also sehe ich nicht, wie halt ich euch hier Zugang zu meinem außergewöhnlichen und sehr scheuen und auch sehr sensiblen Einhorn gewähren sollte. Nun, ich verstehe das sehr gut, mein Herr. Und ich verstehe auch Ihre Vorsicht. Deswegen lassen Sie uns doch Folgendes machen. Sie sind morgen, wenn ich das richtig verstanden habe, noch hier, aber Sie werden abreisen. Ja, wir werden morgen im allerersten Morgengrauen aufbrechen. Dann werde ich bis morgen all diese Platinstücke, die Sie von mir fordern, von der nächsten Bank abholen. Glauben Sie mir, ich habe Kredit im ganzen Land. Und bis dahin möchte ich nur eine Da müsst ihr aber die ganze Nacht durchreiten bis zur nächsten Bank. Das ist mir schon bewusst. Wir haben sehr viele, sehr schnelle Pferde, nicht wahr? Geh schon mal voran, Bursche, und mach sie bereit. Bursche? Ja, Bursche, du hast mich schon verstanden und jetzt geh. Ich hab gesagt, ich bin Stallmeister. Tja. Ach, es ist sehr schwer, gutes Personal zu finden heute, absolut, nicht wahr? Sie verstehen meine Plage, ja. Du siehst im Hintergrund Giacomo vorbeilaufen, wie er mit so einer Feldmaus redet. Ja, wenn ihr herausfindet, dass ihr sowas könnt, dann hört ihr doch nicht plötzlich damit auf. Bis dahin möchte ich nur eine Sache von Ihnen mit Sicherheit wissen. Wenn ich morgen mit dem Geld hier stehe, dann möchte ich, dass dieses Pferd auch tatsächlich noch da ist, dass es nicht geklaut werden könnte. Ach, keine Sorge, ihr seht ja, dass es gut gesichert ist und dass ich es nicht von jedem dahergelaufenen Stallburschen diese Tür öffnen lasse. Nun ja, aber das sieht ja aus wie ein gewöhnliches Schloss. Mit Verlaub, das sieht sogar aus, als ob jemand wie ich das einfach aufmachen könnte. Wie ist das denn gesichert? Das ist, glaube ich, nochmal ein Würfelwurf. Das ist glaube ich, nochmal ein weiterer Deception-Wurf, ob du ihn jetzt wirklich dazu bringst, über sein Schloss zu reden. Okay. Das ist eine 13 plus 8. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Dann sagt er, glaubt mir, es handelt sich hier um ein sehr gutes Schloss. Es sind Schlösser von allerhöchster Qualität, die ich für meine wertvollen Exemplare verwende. Ja. Oh ja. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Es ist ein sehr gutes Schloss. Mit einem? Seid ihr Schlosser? Nun, ich bin kein Schlosser, aber sehen Sie, wenn man es zu viel... Es ist ein sehr gutes Schloss und niemand besitzt den Schlüssel außer ich. Der Schlüssel ist immer an meiner Person. Ach, der ist an einer, an einem Ort, ich möchte da ungern ins Detail gehen, aber an einem oh, Ort, ja, das müssen in Sie dem auch nicht keiner hergelaufener Taschendieb ihn einfach so greifen könnte, glaube ich. Verstehe, ja, da vertraue ich Ihnen natürlich voll. Sie sehen aus wie ein Mann, der sich zu wehren weiß, falls ihm was zustoßen sollte. Danke, da würde ich Ihnen nicht widersprechen. Ja, dann sage ich vielen Dank und ich erwarte Sie im Morgengrauen, mein Herr. Oh, ich erwarte euch im Morgengrauen. Und ja, ich erwarte Sie im Morgengrauen. Ich erwarte euch im Morgengrauen mit 20.000 Platin, nicht wahr? Moment mal, das sind deutlich mehr 20.000 Goldstücke. Ja, verzeiht. Nein. Ich wollte euch nicht übervorteilen. Ich sage nur, morgen früh, wenn wir aufbrechen, werde ich sehen, ob ihr da seid, ob das Geld da ist. Wenn dem so ist, gehört das Tier euch.
Und wenn ihm nicht so sein sollte, reisen wir ab. Das ist gut. Darauf kann ich mich einigen. Na gut. Ich würde ihm so die Hand hinstrecken. Ja, er schüttelt deine Hand. Ich würde es so fest zupacken, wie ich nur irgendwie kann. Ich würde so... Würfel mal einen Stärke-Check. Aber ich habe... Das ist wahrscheinlich nicht deine Key-Ability sein. Nee. Ich habe eine 13 minus 1, also 12. Es ist auch nicht seine Key-Ability. Und er hat alles in allem eine 3. Ja, also du zerdrückst ihn auch. Ich meine, du zerdrückst ihm nicht komplett seine Hand, weil dafür bist du nicht einfach stark genug. Aber du merkst schon so, dass es ihm so ein bisschen unangenehm ist und er versucht, seine Hand da wieder rauszuwinden. Wir sehen uns morgen, mein Herr. Nun, jetzt ich rechne mit euch. Jetzt auf, Bursche. Und ich stupf dich so an, dass du die Spitzmaus jetzt in Ruhe lassen sollst. Ja, ich lasse dir aus Versehen. Also ist ja kein weiter Weg für Gnome, den Fall zu lassen. Wobei eigentlich ist es ja Quatsch, weil tatsächlich, du hast recht, Gnome können ja mit Burrowing Creatures reden, ne? Ich nicht alle, also wenn du es hast, ich glaube, Waldgnome können mit kleinen. Ich bin ja ein Rock Gnome, deswegen kann ich es nicht. Aber ich kann es über die Warlock Ability, ja. Es tut mir leid, Sir, ich habe, ich war abgelenkt und er lässt so nebenbei, versucht er so die Maus unauffällig auf den Boden zu setzen. Wir müssen nun gehen. Auf. Und ich würde vorangehen, dass wir so... Dageros ist auch, nachdem du ihm die Hand gegeben hast, einfach weitergegangen ist, geschäftig. Okay, ich würde jetzt suchen, oder versuchen, mich, dass wir mit Cholm uns wieder... vereinigen, sodass wir da irgendwie zu dritt so sind. Ja, ich denke mal, es ist ja nicht so schwer, euch auf einem kleinen Jahrmarkt zu finden. Ja, ich denke, ich bin wahrscheinlich einfach wieder zu unserer, zu dem, was von unserem Zelt noch übrig ist, gegangen. Ja. Ich würde mir meine Verkleidung abstreifen, auf jeden Fall so schnell wie möglich. Mhm. Würde jetzt sagen, also, ich habe nicht viel rausgefunden. Ich vermute, weil wir ja schon wussten, dass er irgendeine Art von Magier ist, dass da irgendeine Art von magischer Verzauberung auf dem Schloss ist. Aber er hat mir eins verraten. Der Schlüssel ist immer bei ihm. Immer an seiner Person. Das heißt, wenn wir da rein wollen, müssen wir erst ihn abziehen. Ich dachte, ihr könnt das Schloss knacken. Ja. Ich kenne mich mit Magie überhaupt nicht aus. Ich habe keine Ahnung von Magie. Würfel mal kurz Insight. Insight. Uff. Das ist eine 3 plus 2, also eine 5. Ja, okay, nee, dann weißt du tatsächlich nichts über das Schloss. Ja. Also ich habe die starke Vermutung, er hat mir mehrfach versichert, dass es ein gutes Schloss ist. Das Schloss sieht ja aber nach nichts aus. Das ist ja so ein billiges. Also vermute ich, dass er entweder, das hätte ich checken können, ob er blufft oder... dass da eine magische Verzauberung drauf ist. Ich meine, seien wir ehrlich, diese ganze Menagerie ist ziemlich suspekt. Ich glaube nicht, dass hier überhaupt ein echtes magisches Tier ist. Ne, ich meine, das Pferd, ist das nicht irgendwie so ein bisschen magisch als Feenpferd? Aber nicht mal, also es ist nicht mal ein Einhorn. Ich kenne mich nicht aus, sind magische Pferde magischer oder weniger magisch als Einhörner? Ich weiß auch nicht, ob das ein Feywild-Pferd genau ist. Ja, da könntet ihr beide Nature oder Arcana würfeln. Okay, ich hab bei Arcana plus 4, also 11, 7 plus 4. Mhm. Ich habe bei Arcana plus 5 sogar. Ich weiß allerdings nicht so genau, wo dieses Wissen jetzt genau herkommt. Ja, aber das kann ja schon sein, dass du auch plötzlich intuitives Wissen über das Feenreich hast jetzt durch deine, das ist eine, durch deine Verbindung. Eine 19. Ja. Uff. Und weißt du, also ihr wisst beide, dass Einhörner auf jeden Fall viel, viel magischer sind als Pferde, auch wenn sie aus der Feenwildnis kommen. Ja. Also Einhörner sind wirklich intelligente Kreaturen, die können auch sprechen, die haben auch wirklich magische Fähigkeiten. Mhm. Aber haben Feenpferde? Nee, Feenpferde haben die haben das, gar keine Fähigkeiten. Genau, die haben keine magischen Fähigkeiten, die sind wirklich Tiere, nur da sie aus der Feenwildnis kommen, sind sie halt einfach ja eben schöner, so eine leichte Verwunschenheit, also meistens von besserer Gesundheit, von besserer Konstitution und leben häufig auch deutlich länger im materiellen Reich, weil einfach Zeit ja sowieso in der Feenwildnis ganz, ganz anders funktioniert als hier in eurer Dimension.
Wie ist die Wurst? Ist sie besser oder schlechter? Viel besser, viel, viel besser. Ja. Ja, ja. Aber manchmal kriegt man auch komische Träume davon. Von der Wurst? Ja. Von der Phaser-Lappen. Ja. Ich meine, das ist der Alternativplan, falls alles schief geht. Ja. Ich meine, sie hat nicht gesagt, in welchem Zustand sie das Pferd zurückhaben will. Das, in einem Stück oder schon auf Tellern? Das ist jetzt, das hätte sie wissen müssen, dass sie da präzise sein muss. Ja. Genau. Also, jetzt auf die Nacht. Also das heißt, das Pferd wird uns nicht helfen können in irgendeiner Weise mit dem Schloss. Also ich bin kein Wenn es ein magisches Pferd wäre, hätte das ja vielleicht sein können. Ich glaube, es ist ein ziemlich normales Pferd. Okay. Und du kannst wirklich mit... Du hast mit dem Pferd gesprochen. Ja, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert hat, aber ich habe es gehört. Wie es redet. Und was hat es gesagt? Dass es weg möchte und außerdem wusste es, wer Abigail ist. Aha. Und hat sich darauf gefreut, dass wir es befreien. Ha. Und es hat gesagt, es gibt 3 Diener und die sind alle Idioten. Oh, okay. Ach, das kenne ich irgendwoher. ich glaube, unsere beste Strategie, widerspreche mir, falls ich falsch liege, ist, ihm den Schlüssel abzunehmen, dem Schlüssel zu klauen. Ich glaube, ihr könnt einfach das Schloss knacken. Aber wenn ihr meint, ihr seid die Profis. Also du könntest erstmal probieren, das Schloss zu knacken, aber ich denke, dass... birgt dann die Gefahr, dass sich jemand erwischt und dann kriegen wir erst recht nicht den Schlüssel von der Geros. Deshalb. Okay, also dann wollt ihr euch in der Nacht, und wie wollt ihr das machen? Wollt ihr ihn verführen oder sowas? Warum ist das dein erster Gedanke? Ja, ihr wisst nicht, mit wem ich vorher unterwegs war. Ich finde das so ein bisschen schmeichelhaft, dass du mich in meinem Frauenkostüm gesehen hast und gedacht hast. Also erstmal, wir wissen die Orientierung von der Geros aber auch nicht. Das stimmt, das ist richtig. Und ich meine da zwischen euch eine gewisse Spannung gesehen zu haben. Kann ich Insight darauf würfeln, ob ich denke, dass der auf mich stehen könnte? Ja, natürlich. Oh, eine 18 plus 2. Oh. Also, ich glaube, du bist ja auch schon länger in solchen Kreisen unterwegs und generell bei so Jahrmarkts- und Karnevalleuten, die sind häufig recht flexibel, wenn sie dieses wilde Leben führen. Und sowieso auch Elfen generell, die nehmen das auch, natürlich nicht alle, aber auch aber unter jetzt Elfen ganz ist es speziell Liebetraut, genau. Also auch generell, also Elfen haben die elfische Kultur ist auch weniger streng jetzt auf irgendwie Gender fixiert als zum Beispiel. Nee, das meine ich aber. So, ich meine ja nur, ob er auf mich speziell steht. Speziell dich. Yeah. Ja. Du würdest sagen, da ist eine Chance. Da ist eine Chance. Okay. Okay. Seht ihr? Ich habe schon das Gefühl, dass er so ein bisschen auf mich stand. Da hast du schon recht. Ja, ja. Also so wie ich sehe, die Optionen sind im Grunde, du verführst ihn. oder wir versuchen den Schlüssel irgendwie zu stehlen. Ich weiß nicht, wo er den genau trägt, ob das... möglich wäre, während er schläft oder. Ich schätze, das findet man am ehesten raus, wenn man ihn verführt. Nee, oder drittens, wir könnten direkt auf Gewalt zurückgreifen. Ja, Gewalt ist jetzt nicht so meine. Ich weiß nicht, wie gewalttätig bist du, Giacomo? Ihr habt mich doch gesehen. Ziemlich gewalttätig. Das war voll, ziemlich gewalttätig. Aber das war aus Versehen. Du hast jemandem ein Tentakelmonster ins Gesicht gemacht. Aber das, ich weiß nicht mal, warum, wie das passiert. Der ist so tot. Moment, ihr habt ihn aber auch ins Bein geschossen. Ich glaube, er ist an dem Schock gestorben. Okay. aber das wäre wahrscheinlich auch gut, das als letzte... als allerletzte Möglichkeit zu behalten. Ja, die letzte Möglichkeit ist immer irgendwie Gewalt. Es läuft alles sehr auf das Verführen hinaus. Ich glaube auch. War jetzt so mein Eindruck. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr, wir können auch nochmal abstimmen. Nö. Soll er sein Glück versuchen? Ich meine, was kann schon Schlimmes passieren? Ich könnte sterben. Ich glaube nicht. Naja, wir wären ja in der Nähe. Also wir könnten hier eingreifen, falls was... Also... Falls was schief läuft.
Also nicht, dass wir jetzt zuhören würden. Oder, also ich meine, ich weiß auch nicht, wie weit du dann gehen wolltest. Also wahrscheinlich also, würdest du ja jetzt wüsste. Nicht. Also, du, das weiß ich und jetzt das ist so auch nicht. Total in Ordnung, wie auch immer du dich da entscheidest. Ich fand den schon ein bisschen schnuckelig, um ehrlich zu sein. Okay, das ist doch schon mal gut. Ja. Das ist so seltsam, aber es ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Situation mitbekomme. Ich finde deine Geschichte immer faszinierender. Ihr wisst gar nicht, was alles. Es ist nicht so wichtig. Da ist viel Schmerz, Giacomo, kann das sein? Wir reden demnächst mal, okay? Wenn wir das Geld haben. Ja, gut, vielleicht. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich drüber reden möchte, aber ist egal. Okay, also du verführst ihn und wir halten uns in der Nähe auf, damit wir mitbekommen, falls was total schief geht. Auf dem Jahrmarkt gibt es da irgendwo, da wird ja mit Sicherheit auch so Wein verkauft und so. Auf jeden Fall. Ja. Also was du natürlich auch weißt, ist, dass es da zwei Pixies gibt, die unter anderem in Feenatem getränkte Kuchen, Kekse verkaufen, von denen man high wird. So ein bisschen. Die verkaufen auch Feenwein, der ist allerdings nicht alkoholisch, aber irgendwo findest du auch einfach Würfel mal Investigation. Aber der Kuchen hört sich ja auch schon gut an. Investigation. Das ist eine 6 plus 2. Du findest leider nur richtig billigen Schnaps irgendwo. Ja, aber wisst ihr was, ich würde auch, also ich glaube, die Halblinge könnten besseren Schnaps haben. Wahrscheinlich. Davon ist direkt einfach auszugehen. Vielleicht könnte ich was leihen. Und das, oder wir können ja das Geld dann da lassen. Für den. Welches Geld? Was? Für den teuren Schnaps? Vielleicht können wir ja was leihen, ja? Ja, vielleicht was leihen, hört sich doch gut an. Ja, vielleicht können wir ja mal was leihen. Aber wir bezahlen das dann auch. Ja, ja. Das ist nur geliehen. Ja, genau. Ja, klar. Das ist auf Kredit. Ja. Das ist auf Vertrauen. Wir vertrauen uns. Giacomo, schau mich mal an. Wir vertrauen uns, ne? Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Also ich würde euch sehr gerne vertrauen, aber ich habe euch kennengelernt, als ihr versucht habt, mich Das war bevor wir das alles gemeinsam durchgemacht haben, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wir haben ja so eine persönliche Verbindung jetzt auch. Die ganze lange Zeit von 2 Stunden, die wir uns kennen. Scheme-Team, Giacomo. Wir haben gesehen, wie du jemanden tentakelt hast. Ja. Okay. Und deswegen vertrauen wir uns jetzt? Ja. Ja. Wir vertrauen uns. Ich vertraue dir, Giacomo. Wir vertrauen dir, dass du uns nicht mit Tentakeln umbringst. Aber wir... Wer weiß. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich weiß nicht. Also ich gehe einfach den Schnaps holen und wir legen nachher Geld hin. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich brauche den Sack ja auch noch vielleicht mit dem Geld. Ja, den brauche ich ja noch, weil ich muss ja da nochmal hin. Ja. Die können wir jetzt gar nichts rausnehmen. Das wäre jetzt, das ging ja jetzt gar genau. Nicht. Das wäre auch sehr unglaubwürdig, wenn du ohne einen riesen Sack voller Gold zu jemandem zum Verführen gehen würdest. Ich meine, warst du schon mal auf einem Rodeo ohne einen riesen Sack voll Geld? Mit schlechtem Gewissen und schwitzigen Händen nimmt er eine Flasche von dem teuren Whisky oder was auch immer es da gibt. Ich würde das jetzt nicht komplett ausspielen, weil wir jetzt auch ein bisschen auf die Zeit achten müssen. Versuchst du den heimlich zu nehmen oder nimmst du den einfach und sagst, ich brauche den, ich bringe den wieder zurück? Oder? Nee, ich versuche den heimlich zu nehmen. Ist mir schon unangenehm. Dann kannst du mal Stealth oder Deception, darfst du dir aussuchen. Gucken wir mal, in was ich von beidem besser bin. Ich vermute allerdings, dass ich beides nicht so gut kann. Deception, nee. Und Stealth. Stealth. Dann lieber Stealth. Oder ist es Sleight of Hand? Das macht keinen Unterschied. Nee, es ist in dem Fall, glaube ich, eher Stealth, weil es geht ja nicht darum, dass du einfach die Flasche... Oh, das ist eine 10. Eine 10? Ja. Du wirst leider von einem der Halblinge dabei... Achso, nee, beziehungsweise ich würfel schon einmal dagegen, um das ganz korrekt zu machen. Aber ja, das sind natürlich mehrere deiner Kollegen. Also du wirst erwischt und in so ein Gespräch verwickelt. So. Was machst du mit dem Whisky? Ich muss das nur jemandem bringen und ich bringe nachher das Geld. Mhm. Meinst du das ernst? Ja, du willst das Geld wirklich bringen? Ja, ja, das, genau. Dann wirst du noch einmal Persuasion. Oh, das sieht etwas besser aus. Ist aber eine 14. Ja, aber das ist schon, ich meine, ein bisschen trauen sie dir ja auch, du bist da jetzt schon bekannt. Das heißt, du kommst mit einer Flasche solidem, gutem Whisky zurück.
Okay, aber wir müssen den wirklich, also wir müssen da wirklich das Geld dann nachher hinlegen. Ja, und ich meine, ihr trinkt den ja auch nicht komplett. So eine Flasche guter Whisky, da sind wir schon so bei. Ich meine, es ist ja relativ open-end, ne? Das kannst du eigentlich auch festlegen. Einfach. Genau, aber also eine richtige, so der richtig, also wenn du den besten Whisky, den ihr habt, genommen hast, sind wir schon bei 16 Goldstücken für eine Whiskyflasche. Okay. Es sind 16 Goldstücke, okay? Und die müssen wir dann aber auch wirklich hinlegen. Okay, ja. Ich meine, ihr trinkt ja wahrscheinlich auch nicht die ganze Flasche. Also nee, ich trinke nie. Wir sind ja quasi eher bei 8 wahrscheinlich dann. Genau. Okay. Ich reiß Giacomo übrigens sofort so total herrisch, so diese Whiskyflasche aus der Hand. dann würde ich mich wieder in meine Verkleidung hüllen, in dieselbe, die ich vorher anhatte. Ja. Willst du schauen, ob das noch mal besser neu würfeln. Ist? Ja, genau. Ich schau mal, ob ich mich und auch mit Advantage, weil Giacomo, also wenn Giacomo dir hilft, natürlich. Muss ich nicht sagen. Hier ist erstes eine 12. Zweites ist eine 18. Plus? 18 plus, was war das nochmal? Wisdom oder Dexterity plus 2. Dann ist es Dexterity plus 2, genau, dann ist es eine 20. Plus Proficiency, ne? Ja, genau. Dann 22. Deswegen meinte ich die plus 2. 22, okay, solide. Also, du hast jetzt etwas mehr Übung mit dieser Kleidung, Verkleidung. Ja. Heiß. Ja. Danke schön. Klamotten jetzt noch ein bisschen schicker hergerichtet nochmal. Ich meine, du machst dich ja jetzt für ein Date fertig, da hat man ein bisschen mehr drauf. Ja. Ich stecke ihm noch so eine kleine Blume an, die ich immer. Okay. Giacomo, danke. Du wirst wirklich immer mehr Teil des Scheme-Teams. Ja, ich war früher ein Valet, ich weiß, wie sowas geht. Ja, das merkt man. Du hast da wirklich Erfahrung. Giacomo, du passt hier gut rein. Du hast so viel mehr Fähigkeiten, als du eigentlich weißt. Ja, offensichtlich. Und ich habe gerade mit einer Feldmaus geredet. Du hast mit einer Feldmaus geredet? Das konnte sonst nur mein Onkel. Dein Onkel konnte mit Feldmäusen? Naja, manche Gnome, es ist eine lange Geschichte. Okay. Liebetraut, ich glaube, du hast ein Date. Ich habe ein Date. Heißt du immer noch Liebetraut? Nee, ich habe meinen echten Namen noch nicht gesagt. Mein echter Name ist Klaustrum von Gemura. Liebetraut ist nur mein Künstlername. Das ist meine Künstleridentität. Okay. Aber Liebetraut geht auch. Ich bin ja jetzt gerade in Verkleidung, dementsprechend bin ich ja jetzt in meinem Charakter. Genau, dann würde ich mir jetzt die Flasche Schnaps schnappen. Mhm. Sind wir langsam am Nachmittag oder am Abend oder so? Ja, oder? Es ist Nachmittag, später Nachmittag. Später Nachmittag. Und dann würde ich mal losziehen. Also sei denn, ihr könnt natürlich jederzeit länger warten. Das ist. Ich würde mal losziehen und nach Dagai. Wollen wir warten bis zum frühen Abend eigentlich damit? Es ist ein bisschen romantischer. Ja, das die Sterne rauskommen. Ja, Sonnenuntergang. Ja. Okay, ja, dann. Ja. Dann tut ihr das. Ja gut, was machen wir in der Zwischenzeit? Ich schaue mir einfach mal um, ob es noch irgendwas in der Nähe zu klauen gibt. Nein, du kannst jetzt nichts klauen. Du kannst in dem Outfit nichts klauen. Wenn dich jemand sieht, wenn jemand sagt. Auch hier, ich würde sagen, es gibt ein paar nette Sachen zu klauen. Das siehst du, das registrierst du, aber um jetzt nicht zu viel Zeit zu verlieren mit so Side-Geschichten, würde ich sagen. Bleib in der Rolle. Okay. Ein paar nette Sachen zu klauen. Wahrscheinlich trefft ihr auch Kiwi nochmal, die sagt, dass sie halt den Drachen nirgends gefunden hat und so langsam wirklich glaubt, dass den vielleicht auch der Gairos für seine Menagerie in irgendeiner Form entführt hat. Ja, ich kann mir nicht helfen. Also Django kann sich nicht helfen. Ist so. Okay, vielleicht ergibt sich ja eine Möglichkeit, den dann auch zu befreien oder so. Irgendwann. Den auch zu befreien? Also auch. Rein hypothetisch. Generell. Irgendjemand könnte kommen und den befreien. Wir müssen jetzt auch, Giacomo, wir müssen wirklich... Ja, es gibt wirklich, ja generell Befreiungen. Ja. Es gibt generell, in der Gegend gibt es auch Befreiungen. Ja, wir müssen irgendwie befreien. Und wir sind sehr pro Befreiung. Ja. Ihn ist unser komplettes Prinzip. In Gefahr und außerdem hat Sheila ihn sehr gern. Ja, also wenn ich ihn sehe, dann... befreie ich ihn. Gerade Dinge, die gern gemocht werden, werden oft befreit, habe ich öfter schon. Mhm. Okay, sie fliegt so rückwärts. Ja, okay, dann ist es jetzt Abenddämmerung. Dann ist jetzt kurz vor Sonnenuntergang. Okay, ich bin in meinem schönen Gewand, ich bin in meiner Verkleidung, ich schnapp mir den Fusel und versuche so grazil wie möglich in Richtung der Menagerie
zu laufen und mal Ausschau zu halten, ob ich ihn da schon irgendwo sehe. Ja. Giacomo und ich folgen mit sicherem Abstand. Ja. Er sitzt hinter einem, genau, also wenn du einen Moment suchst, findest du ihn. Er sitzt hinter einem der Wägen an so einem Tisch in der Abendsonne und ja, ist da offenbar alleine zu Abend, hat da so ein Kantenbrot, ein bisschen Käse, Speck und sowas. Hm. Man würde vermuten, dass ein edler Herr wie Sie edler speist. Hm. Und auch nicht so. Ach, guter Mann, ihr hier? Seid ihr nicht unterwegs zur Bank, um die... Nun, ich wollte unterwegs sein zur Bank mit meinen Dienern, doch ich vertraue ihnen sehr. Und nachdem ich ihr Antlitz gesehen habe heute, dachte ich mir, ich schicke meine Diener lieber alleine und stelle mich ihnen noch etwas persönlicher vor. Und da stelle ich so die Flasche Whisky auf den Tisch. Er schaut sich die Flasche Whisky an. Du wirst jetzt natürlich eine Reihe von Persuasion-Checks machen müssen. Der erste ist einfach nur mal, ob du dich dazusetzen darfst. Das geht mit Advantage, wenn du den guten Whisky dabei hast. Das erste ist eine 11. Das zweite ist eine 9. Persuasion ist eine plus 6, also eine 17. Ja, er sagt, ach, das ist zutiefst ungewöhnlich, aber wer wäre ich denn einer so freundlichen Geste, mich zu verweigern? Nehmt Platz, guter Mann. Oh, vielen lieben Dank. Wissen Sie, es ist so ungewöhnlich für mich, mal in Ruhe mit einem so interessanten Mann sitzen zu können. Ach, jetzt schmeichelt ihr mir aber. Ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob der da Gläser hat oder sowas, aber wenn ja, dann würde ich jetzt so ein Glas nehmen. Er hat einen so ganz schicken Zinnbecher vor sich stehen, in dem Wasser drin ist. Aha. Okay, dann würde ich dann würde ich jetzt den Zinnbecher nehmen. Ich würde einfach, ohne nachzufragen, den Zinnbecher nehmen und würde da so raustrinken, sodass mein Lippenstift so hängen bleibt da. Und so leer machen. Und dann oben darauf den Whisky draufschütten und dann die Seite mit dem Lippenstift ihm so zudrehen. Hier, probieren Sie doch mal. Schaut sich den so an. Vielleicht schmeckt es Ihnen ja. Er dreht die Seite weg, also er nimmt nicht die Seite, wo der Lippenstift ist und trinkt und sagt, da habt ihr aber einen edlen Tropfen dabei. Ich fange so langsam an zu glauben, dass ihr wirklich reich seid, guter Mann. Ihr habt euch übrigens gar nicht vorgestellt. Wie ist denn euer Name? Mein Name ist... Dagairos Fandral, meine Wenigkeit. Oh, es ist so schön, Ihre Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Liebetraut Schopenhauer. Herr Schopenhauer. Ja, es ist wirklich selten, dass ich einen so schönen Namen höre. Wo kommt der denn her? Das ist ein elfischer Name natürlich. Und wo ist Ihre Familie her? Wo kommen Sie ursprünglich her? Oh, ganz ursprünglich kommen wir aus der Feenwildnis. Wir gehören tatsächlich zu einer der allerersten Elfengenerationen. Aha, aus der Feenwildnis. Wir sind ja jetzt irgendwo versteckt. Also das ist auch so, das weiß man auch, Elfen stammen ja von Feen ab ursprünglich. Aber sind wir jetzt eigentlich irgendwo versteckt? In der Das ist eine gute Frage, das können wir jetzt also, mal klären. Wir haben definitiv haben wir uns jetzt nicht dahingestellt. Ja, da sind wir nicht ausgegangen. Ja, wir verstecken uns irgendwo, dass wir das beobachten können. Genau, dann macht mal Stealth-Checks beide. Und können wir... In dem Fall beim Verstecken, da geht es ja jetzt nicht um Schleichen, würde ich auch sagen, der bessere Stealth-Check zählt. Von uns beiden zusammen? Von euch beiden. Also es kann einer von euch beiden mit Advantage oder oder jeder einmal. Ach so, ihr müsst separate Stealth-Checks machen, weil du ja Disadvantage hast aufgrund deiner Rüstung. Okay. Weil diese Kettenrüstung einfach ein bisschen klappert, wenn man sich versteckt. Aber dann habe ich, also ohne Advantage jetzt. Ja, genau. Okay. Dann würfelst du einmal und du einmal mit Disadvantage und das bessere Ergebnis von allen Würfen zählt. Ich habe Jonas hat eine 16. Ich habe eine 18 insgesamt. Okay, na, ist gut. Dann Entschuldigung. Glücklicherweise, dadurch, dass du so ein bisschen drauf achtest. Natürliche 1. Genau, also eben, wenn es jetzt um Schleichen gegangen wäre, wärt ihr sofort entdeckt worden. Aber dadurch, dass ihr euch ja vorsichtig mit ein bisschen Zeit versteckt und Giacomo mit und drauf achtet. Und der Typ abgelenkt ist. Genau, seid ihr jetzt einigermaßen gut versteckt. Okay. Irgendwo hier. Ja, und sind wir in, Busch, sind wir in, soll man sich sonst in Hörweite? Ich würde schon sagen, davon bin ich jetzt ausgegangen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir können vielleicht auch ein bisschen vorspulen, weil wahrscheinlich dauert das ja jetzt länger. Ja. Also, was ist dein Ziel bei der Unterhaltung gerade? Also, wo versuchst du
Wo versuchst du, die Beziehung hinzubringen? Naja, ich würde mich dann irgendwann nach einer Zeit, nachdem wir ein paar harte Getränke zu uns genommen haben, so würde ich mich dann so langsam aufrichten und mich quasi auf seine Seite der Bank setzen, so um den, den kleinen Tisch herum, mich so ganz nah zu ihm sitzen. Das ist der nächste Persuasion-Check, wie er darauf reagiert. Okay. Da kriegt, hilft der Alkohol nicht da langsam auch ein bisschen? Das ist eine 17 plus 6. Ich würde sagen, wenn wir dagegen würfeln, genau. Ja, nee, Elfen vertragen wahrscheinlich auch nicht besonders viel Alkohol. Also nicht mehr als, ja. Ja, er kichert sogar so ein bisschen, wenn du dich zu ihm setzt. und stößt dir einmal so den Ellenbogen in die Seite. So. Mensch, Sie haben aber starke Arme, mein Herr. Darf ich die mal anfassen? Ach, guter Mann, ich kann euch versichern, Stärke, ich habe viele Qualitäten, aber Stärke ist keine davon. Oh. Und er hält dir so seinen Arm hin. Ja, ich taste so den Arm ab und bin so, oh Mensch, aber das sagen ihre Muskeln aber etwas anderes. Gestählt vom Eis. Er kichert tatsächlich, also er findet es einfach lustig, weil er ist halt nicht stark. Hm. Und die Stärke, was würden Sie denn sagen, ist Ihre größte Stärke, wenn sie nicht die Stärke selbst ist? Auch meine größte Stärke? Nun, einmal natürlich meine Bildung. Ja, Sie wirken wie ein sehr gebildeter Mann. Naja, man schafft sich ja keine Sammlung wie die meine, ohne auch einiges über die vielen Kreaturen dieser Welt und einiger anderer Welten zu wissen. Ja. Eine andere meiner Qualitäten ist das hier. Und er streckt seine Hand aus und es erscheint plötzlich eine Flamme, die so die Farbe wechselt auf seiner Hand. Oh mein Gott, ist das wunderschön. Wie machen Sie? Giacomo rollt währenddessen aggressivst mit den Augen. Und ist so, es ist wieder der Chevalier. Es ist wieder der Chevalier. Es ist wieder... Warum komme ich nie aus solchen Situationen raus? Ich mache mir langsam wirklich Sorgen um dich. Immer hocke ich hinter irgendeiner Kiste oder irgendeinem Dings und muss warten, bis der Chevalier oder jetzt dieser Typ diesen Unsinn... Er antwortet auf jeden Fall deine Frage. Das, mein guter Mann, ist echte Magie. Das ist sowas von bezaubernd. Das macht's hier zwischen uns ja richtig heiß. Okay. Wie gesagt, wir spulen wieder ein bisschen vor. Anderthalb Stunden. Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Move, den du irgendwann versuchen würdest? Na, der nächste Move wäre, engeren Körperkontakt aufzubauen. So einen Arm um die Schulter und dann irgendwann... Irgendwann hoffst du, in sein Zelt mitzukommen, genau, richtig. Nehme ich an. Genau, wirklich nur aus Zeitgründen, nicht, weil ich es nicht interessant finde. Ja. Machen wir das ich mal okay. Ich lerne gerade so viel. Ja. Du lernst den guten Alten mal den Arm um jemanden legen. Ja, gerade super. Ja. Okay, mach den einen Persuasion-Check, ob er näheren Körperkontakt zulässt. Okay. Das ist eine, was ist das, eine 9 plus 6? 14. Okay, ja, er sinkt sogar sofort in deine Arme. Ah. Ich habe eins gewürfelt, für den, okay, was auch immer dagegen saved ist. Das ist ja. Und ja, genau, er sinkt so in deine Arme und lehnt sich an dich an und sagt auch, das ist aber eine ganz... Ich muss ehrlich sein, ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieser Abend noch so aufregend wird. Und er wird sogar noch aufregender, wenn... Sie das wollen, mein Herr. Und ich meine, jetzt, wo ihr schon so weit gegangen seid, du darfst du den letzten Persuasion-Check mit Advantage machen. Yes. Das ist nochmal eine 9. Nee, das ist eine 6. Come on. Eine 16. Yes. 16 plus 6. Ja. Irgendwann wankt ihr zusammen in sein Zelt und tut dort, was ihr eben tun möchtet. So, also, yeah. Und jetzt, was ist dein Plan? Nee, ich würde ihn schon richtig... Außer heißen Sex zu haben, genau. Natürlich. Ja, ja. Ich würde richtig... ich würde ihn jetzt einmal gut durcharbeiten, sodass, ja, dann, sodass der dann so richtig doll müde ist. Giacomo und... Nee, ich bin jetzt schon... Ich habe ja auch ein bisschen was getrunken jetzt. Giacomo und ich sind natürlich ihr jetzt... Ihr seid immer noch in Hörweite. Wir sind ans Zelt mitgegangen, weil wir müssen ja...
zur Sicherheit da in der Nähe sein und Giacomo noch mehr traumatisieren. Ja. Nee, das ist auch nichts Neues. Das habe ich auch schon oft gehört alles. Und oh, Giacomo. Jetzt kommt wahrscheinlich in den nächsten paar Minuten der Ruf nach etwas Olivenöl oder so. Ich weiß immer nicht, wofür die das gebraucht haben. Das ist nicht so, als würden sie einen Salat machen. Aber. Giacomo, irgendwann bist du derjenige, der mit ins Zelt geht. Um Gottes Willen. Wenn du deine Karten richtig ausspielst. Bitte hört auf, sich Dinge zu sagen. Ich habe Angst, dass ich noch eine Fee auskotze. Genau, ich würde dann schauen, dass er möglichst müde ist und dann würde ich schauen, wo der Schlüssel, ob ich den Schlüssel finden kann. Mach mal einen Constitution Save für ihn, um zu sehen, wie müde er ist. Er schläft aber. Ja, nee, doch. Er, nachdem ihr wirklich so, ich meine, gut, ihr seid betrunken und sonst was, aber sagen wir mal, gute 20 bis 30 Minuten da zugange wart. Wie bist du auf diese Zahl gekommen? 20 bis 30 Minuten. Ausgewürfelt. Ist das nicht auch ein Constitution-Check? Ich habe noch nie mit einem alten Elf geschlafen. Ich weiß nicht, wie lange die können. Einfach du verpasst was. D10 und ein D100 und dann gucken wir mal. Okay, ja, okay, ich würfel die 100. Das ist doch eine gute Idee. Komm, das machen wir auch offen. Kamera ist eh offen. Achso, ist eh aus. Naja, okay. Es war nur 21 Minuten. Passt. Nach 21 völlig in Ordnung. Minuten... klappt er wirklich so halb auf dir, halb neben dir zusammen. Das ist ein runder Abschluss. Dieses Kill-Muli-Bazard. Genau. Mach auch mal einen Perception-Check mit Disadvantage, wie gut du so während der ganzen Aktion Der Schlüssel. Die Umgebung und sowas, ja. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass du auf den Schlüssel dann versuchst zu achten. Ja, es ist eine 4 und es ist nochmal eine 4. Mhm. Also es ist... Okay, er ist eingeschlafen, aber du hast keine Ahnung, was es mit diesem Schlüssel auf sich hat. Der ist nicht in seinem Körper. Nee, das ist nicht gesagt. Er hat ihn nicht gefunden oder nicht gesehen. Gefunden. Aber ist er jetzt nicht ausgezogen? Er ist ausgezogen. Aber ich meine... Er kann halt in den Klamotten sein jetzt. Er kann in den Klamotten sein. Okay. Er kann irgendwo am Körper sein, also wo an einer der Stellen, die Liebetraut nicht so intensiv bearbeitet hat. Glaub mir, es gibt keine Stelle, die nicht intensiv ist. Okay, dann sage ich doch, dann weißt du, dass der Schlüssel auf jeden Fall nicht an seinem Körper ist. Aber er kann in den Klamotten sein. Er kann ihn irgendwann mal kurz zur Seite gelegt haben. Das weißt er du alles nicht. Er kann in seinem Körper sein. Ja. Oh. Das meinte ich mit Stellen, die ich bearbeitet habe. Ach so, okay, gut, gut. Also das heißt, da würde ich dann auch einfach fair davon ausgehen, okay, er ist an irgendwo, wo man mit normalen körperlichen Kräften hinkommt, ist er nicht. Also wenn, müsste er ihn geschluckt haben oder so. Ja, du musst deine Brust aufmachen. wir müssen ihn in Hälfte schneiden. Ja. Nee, ich würde mal die Klamotten durchsuchen. Dann würden wir mal Investigation. Investigation. Das ist eine 6 plus 2. Ah, nee, scheint nicht so richtig. Also irgendwie, ich meine, du bist ja ganz nebenbei, du bist eigentlich streng genommen ja auch ein bisschen betrunken jetzt. Ja, yeah, das heißt, du hättest sogar diese Advantage haben können, machen wir es aber nicht. Aber ja, also du bist, glaube ich, alleine gerade damit ein bisschen überfordert, diesen Schlüssel zu finden. Ja, dann bin ich da drin und so, hey, schnell, komm rein, schnell. Klaus drum? Okay, aber seid ihr angezogen? Ich gucke mir runter und sage, ja, aber ich bin nicht angezogen. Okay, also, okay, ganz kurz, du weißt natürlich, dass deine Rüstung klappert. Das heißt, ihr hättet jetzt die Wahl, entweder, dass du draußen bleibst oder dass du deine Rüstung ausziehst. Wartet ihr kurz. Oder dass ihr es in Kauf nehmt. Ich bin leise. Aber bist du gut im Suchen? Ja. Ich musste ständig für den Chevalier nach seinen ganzen verlorenen Sachen suchen. Okay, ich vertraue dir. Der Typ hat alles verlegt. Schlüssel sowieso. Ich weiß nicht, wie viel ich über den Chevalier wissen möchte. Okay, also erstmal kommst du natürlich rein ins Zelt und da steht Liebetraut nackt. Ja. Achso, okay. Dann war das jetzt mein Konstiwurf auf. Ich werde ohnmächtig. ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt gerade gewürfelt habe. Jetzt würfel noch mal, würfel einfach jetzt mal Investigation. Okay. Das ist eine 19 plus 5, eine 24. Mhm. Der Schlüssel ist tatsächlich in den unteren Hosensaum eingenäht gewesen.
Das hat Liebetraut wohl nicht so richtig bemerkt. Ich sag doch, ich musste ständig solche Sachen finden. So. Ja, das heißt, die gute Nachricht ist, ihr habt den Schlüssel gefunden. Die schlechte ist, du musst natürlich auch noch Stealth würfeln. Sieben plus Stealth ist leider auch nicht so eine mega krasse Ability von mir, glaube ich. Neun insgesamt. Okay, ich meine, er schläft und ist betrunken, er würfelt mit Disadvantage. Ja. Und hat's geschafft. Oh, well, somebody's going to lose his head. Während du, also in dem Moment, als du den Schlüssel da rausfummelst, ne, ja, du reißt halt die Naht auf und es macht einen Ratsch. Ja. Und in dem Moment... Kann ich noch schnell unter das Bett rollen? Klar. Dennoch, in dem Moment, wo du unter das Bett rollst, ja, erhebt sich der Gairos kurz... Oh, Entschuldigung. Nee, und er sinkt wieder in sein Bett. Oh Gott. Okay, komm. Ja, ich robbe raus aus dem Zelt. Klaus, und denk dran, dir was anzuziehen. Ich bin ja zu sehr meiner eigenen Natur verhangen. Dementsprechend muss ich jetzt mich noch kurz in diesem Zelt umgucken, ob es da irgendwas zu klauen gibt. Klaus, muss gucken, ob da noch irgendwas ist. Also da gibt es ganz offensichtlich eine kleine Truhe, die aussieht wie so eine Geldschatz. Wie groß ist die? Also ich robbe währenddessen raus, ne? So, ja. Naja, die ist schon ungefähr so groß wie meine Würfeltruhe. Ein bisschen größer vielleicht. Dann. Ich kann meine. Ich habe ja Knowledge Arcana. Hilft das, um zu checken, ob da möglicherweise ein Zauber drauf ist? Das hilft, um zu checken, ob da einer sein könnte. Um es zu wissen, brauchst du Detect Magic, was ein Zauberspruch ist. Was ich nicht habe, ja. Ja. Da würde ich gerne einmal Knowledge Arcana kurz würfeln, ob ich vermute, dass da ein. Ja, also die Antwort ist schlicht und ein. Ja, doch, nee, Würfel Arcana. Das ist eine 9. Plus 4, 13. Nee, damit, du kannst es nicht einschätzen. Also prinzipiell kann es natürlich einen magischen Alarm geben oder irgendwas anderes, irgendeine Rune of Dingsbums, aber du weißt nicht, wie wahrscheinlich das ist. Ja, aber es ist wirklich gegen meinen Charakter, jetzt einfach an dieser Truhe vorbeizugehen. Es kann auch, wie gesagt, es kann auch gut sein, dass es keinen gibt. Also ich habe mich jetzt verführt, ich habe ihn mit meinem Alkohol geteilt, ich habe das alles gemacht, das mache ich nicht umsonst. Ich nehme jetzt diese Truhe mit. Greifst nach der Truhe. Ich greif nach der Truhe. Ich bin aus dem Zelt raus. Ja. Du hebst sie hoch. Aha. Es passiert nichts, aber sie klappert. Deswegen machst du bitte einen Stealth-Check mit Disadvantage. Klaus dran. Baby, ist eine 1. Ja. Besser wird's ja nicht. Ja. Ja. Ich würfe vorsichtig, ob er auch eine 1 hat, aber... Schau bitte auf diese. Das ist eine 1. Das ist eine 1. Holy shit. Oh. Wow. Die Götter sind dir wohlgesonnen. Ja. Also, es ist wirklich, er wacht kurz auf. Und so. Sag mal, willst du schon gehen? Schatz, geh wieder ins Bett. Ich hol uns nur schnell was zum Essen. Okay. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Und er fährt wieder in sein Bett. Oh mein Gott. Wie sieht's denn das denn in der... Wir sind ja jetzt bei seinem Zelt. Ne? Das heißt, das ist wahrscheinlich an der Menagerie dran. Genau, es ist so ein paar Meter von einem... Also die Menagerie erstreckt sich ja schon so über so 50 Meter von so einem Kiesweg. Ja. Ein bisschen weniger, vielleicht 30. Und hinter einem dieser Wägen und Kästen, in denen die Tiere da sind, steht sein Zelt. Können wir da irgendwo schon Wachen sehen? Mach gerne einen Perception-Check. Du auch, ne? Ja. Du bist ja auch ein Zwerg, du kannst auch im Dunkeln sehen, genauso wie ich. Oh, das ist ein guter Wurf. Das ist eine 20 insgesamt. Ja, es gibt einen sehr mager aussehenden Menschenmann, dessen Alter ihr jetzt in der Dunkelheit nicht richtig abschätzen könnt, der scheint so alle paar Minuten mal kurz auf und ab zu gehen auf dem Weg zwischen den Tieren. Und die anderen? Und sitzt dann in der Nähe, sonst ist da, seht ihr da niemanden. Wenn der sich da hinsetzt, also Giacomo ist die ganze Zeit sehr nervös, weil der jetzt da rumläuft. Und er ist so, warum kann der nicht einfach schlafen? Wer muss das bewachen? Warum, bist du wieder da? Ihr seid jetzt beide neben mir, ne? Ich bin, genau.
Was machen wir denn jetzt mit dem? Ich habe auch wieder was angezogen übrigens. Sicherheitsdienst. Warum kann er nicht einfach... Warum kann er nicht einfach schlafen? Und ich caste aus Versehen Sleep auf ihn. Sehr gut. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich da nochmal genau würfeln muss, wie viele Würfel. Sleep. Roll 5d8. Das kann ich ja eigentlich auch hier auf dem Handy casten, oder? Dann werden die 5d8 schneller gewürfelt. Ja. Weil tut's nicht. Crap. Nee, dann würfelst du doch nochmal. 8. Also, ne, du musst über seine Hitpoints würfeln, ja, oder? Ja, genau. 8, er ist 10, ein Commoner, der genauso 10, wie 10. du bis vor kurzem noch 4 Hitpoints hat. Also, ja, okay, also ich bin weit drüber. Ja, und ein paar von den Tieren rundherum schlafen auch ein, weil das geht dann ja auf die nächsten Kreaturen. Ja, aber ja, ich guck nicht mal wirklich hin. Ich bin einfach nur so, warum kann er nicht einfach schlafen? Das ist Giacomo? Hast du das gerade gemacht? Was denn? Er ist gerade umgefallen. Ist er sehr dramatisch eingeschlafen oder ist er einfach so eingeschlummert? Nee, er ist wirklich der tatsächlich. Ich weiß gerade, er ist Feuer gefallen also, und brennt. Du hast es ja wahrscheinlich auch gemacht, während er gerade auf seinem. Als er sich hingesetzt hat. Als er sich hingesetzt hat. Nö, dann ist er einfach so ganz, ganz, ganz ruhig und fast schon süß, putzig in sich zusammengesunken. Nö, ich. Das ist Zufall. Aber jetzt ist dann der richtige Moment, oder? Dann schlagen wir jetzt zu. Okay, ja. Dann schleichen wir rein zum Pferd. Mhm. Ja. Und machen das Schloss auf. Okay. Wer geht alles zum Pferd hin? Ich würde sagen, wir alle, oder? Ja, oder? Wir alle. Dann macht ihr bitte alle einen Stealth-Check. Und du, ich nehme an, du hast deine Rüstung immer noch an. Ich also noch mit, an, etwa mit Disadvantage. Mhm. Das ist eine... Ich habe eine 17 insgesamt. Mhm. Ich habe 11. eine 19. 19, okay. In dem Fall, da es um Schleichen geht in der Nacht, ist es jetzt wirklich das schwächste Glied in der Kette. Also ihr habt als Gruppe eine 11, weil wenn man einen von euch hört, hört man alle. Mhm. Ich versuche Abstand zu halten zu ihr. Das bringt nichts. Okay, da ist dein Stealth-Check ist um den zwar, würfel einfach mal ein D20. Wenn du über eine 11, also wenn du eine 12 oder höher hast, ist niemand in der Nähe, der das gerade hören kann. Nein. Das war eine 5. Okay. Machst du das Perception Roll? Dann mache ich jetzt aber, genau, also davon wisst ihr in-game ja nichts, aber... Mhm. Okay. Kommen wir beim Pferd an? Ihr kommt auf jeden Fall bei dem Pferd an. Okay. Okay, dann würde ich sagen... Klaustrum? Die Schlüssel hat so, Giacomo. Ja, okay. Ich mach die Tür auf von dem Pferd. Mhm. Und ich kann ja auch Beast verwenden. Und Giacomo, Giacomo, wir wollen dich hier jetzt raus. Ja, wollte ich sagen, dass du mit dem Pferd sprechen sollst, damit sie es nicht erschrickt. Ich meine, ja. Wirklich? Ja, sei still. Okay. Ganz still. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, und dann versuchen wir da einen Weg rauszulaufen, der vielleicht nicht jetzt direkt an Feuer und Wachen vorbeiführt oder an irgendwelchen Leuten, die einen direkt sehen können. Okay, dann, da wir gerade schon Stealth gemacht haben, die Stealth-Checks gelten weiter, würde ich sagen, das ist den guten Weg zu finden, um da rauszukommen, ist ein Survival-Check, den irgendjemand von euch machen darf. Ich habe irgendjemand plus 0. Ich auch. Ich habe Survival hier irgendwie gar nicht auf meine... Achso, hier ist doch, ganz unten. Ich habe Survival plus 3. Na dann. Oh, 19. Okay, du findest auf jeden Fall einen guten Weg. Dann mach bitte auch noch einen Stealth-Check für das Pferd. Das hat plus 0. 14. Okay. Gar nicht so schlecht. Für ein Pferd? Es liegt durch die Gegend. Ist halt auch ein Fey-Pferd. Ja, stimmt. Die sind wahrscheinlich ganz leise. Es weiß zumindest, dass es nicht wiehern soll und so. Genau. Und Giacomo, du kennst dich ja inzwischen auf dem Jahrmarkt auch ganz gut aus. Ja. Und die beiden helfen dir auch. Also genau, ihr wisst, also... ihr findet einen ganz guten Weg, so ein bisschen zwischen den Bäumen durch, ein kleiner Umweg und führt das Pferd letzten Endes einfach ein bisschen tiefer in den Wald rein, wo ihr das Gefühl habt, da seid ihr sicher. Ja. Da ist es weit genug weg
von dem Jahrmarkt und insbesondere von Dagairos, dass es irgendjemand sehen könnte. Ja. Und als sie tiefer in den Wald kommt, hörst du irgendwann in deinem Kopf: Giacomo. Ja, wir haben das Pferd. Gut gemacht. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ja, ich, klar, warum nicht? Wir sind, klar, ich bin sehr zuverlässig, das haben immer alle gesagt. Hm. Kommt ihr es jetzt holen? Wo ist denn jetzt die Kohle, Giacomo? Kannst du fragen, wo die Kohle jetzt bleibt? Ist das alles, hören die, hört ihr beiden? Sie hören eventuell, was du sagst, wenn du es laut sagst. Ja, naja, laut, also ich murmel es irgendwie vielleicht vor mich hin. Dann sag ich, Giacomo, sprichst du wieder mit der Alten? Sprichst du wieder mit der gerade? Ja, ihr solltet sie vielleicht nicht so nennen. Ich rede mit Abigail. Frag mal, was mit der Kohle ist jetzt. Frag mal, was jetzt mit der Kohle ist. Abigail, ich soll... Mit den Edelsteinen. Ja. Ich soll fragen, was mit den Edelsteinen ist, weil die beiden haben geholfen. Geholfen, okay, also. Ich muss gerade kurz was nachschauen. Geholfen? Ich habe mich von irgendeinem alten Zirkusdirektor durchnehmen lassen letzte Nacht. Ich dachte, du hast ihn durchgenommen. Ah. Das war mal so, mal so. Oh, okay. Yeah, don't kick shame. Ja. Nein. Nur damit wir es klar haben. Ja, klassischer Switch. Das ist gut zu wissen. Ich meine, wir arbeiten so lange schon zusammen und ich weiß sowas gar nicht. Wie soll ich mich denn da fühlen? Du hast auch noch nie nachgefragt, weißt du? Hast du mich nachgefragt? Bei mir nachgefragt? Sie antwortet tatsächlich, bleibt, wo ihr seid. Das könnte einen Moment dauern. Das ist ein Callcenter. Das ist das Letzte, was du hörst? Ja. Was hat sie gesagt? Und dann ist tatsächlich erstmal Stille in deinem Kopf. Giacomo? Sie hat gesagt, wir sollen kurz warten. Ich habe gewusst, wir hätten das irgendwie schriftlich machen sollen. Ja, aber warum will sie denn, dass das Pferd hier rumsteht? Das hat ja keinen Sinn. Ja, das stimmt. Wir haben noch das Pferd, das ist gut, ja. Ja. Haben wir noch das Pferd? Frag mal das Pferd, ob sie Abby vertrauenswürdig findet. Findest du Abigail vertrauenswürdig? Selbstverständlich. Okay. Ja. Okay. Was hat das Pferd gesagt? Hauptsächlich, aber auch, dass sie es vertrauenswürdig findet. Okay. Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass wie das... Wie funktioniert das? Musst du jetzt wieder kotzen? Sollen wir dir Alkohol geben, damit du die wieder auskotzen kannst? Ich habe keine Ahnung, vielleicht. Okay, ich gebe ihm einfach mal den Whisky, den ich wieder ich versuche, den zu trinken, so gut ich kann. Okay, wie viel trinkst ganz, du davon? Ganz, ganz... Ja, also Giacomo, Vorsicht, du bist sehr klein. Erstmal einen riesigen Schluck und ist dann so... Okay. Oh, da kommt sie schon. Natürlich bitte ein Constitution Save. Achso. Oh, die Kamera geht gleich aus da hinten. Ja, gut, dann müssen wir mit den zwei. Ich meine, das ist nicht allzu lange, aber. Das ist. Da sind sie. Constitution plus. Das war eine 17 oder sowas, ne? Ja, 17, ja, also 19. Was. 19, ja. Okay, also wie du schon gesagt hast, es brennt natürlich krass, du musst husten und so, aber dir geht's erstaunlich gut damit. Ja, das rede ich mal weiter, ne? Wisst ihr? Ich habe selten so guten Whisky gekriegt. Also manchmal nimmt man natürlich einen kleinen Schluck, wenn man dem Herrn, wenn die besoffen sind, ne, dann durfte man in der Küche manchmal noch auch ein Häppchen essen und so von dem Buffet. Natürlich war das mit dem Chevalier und seinen Leuten ein bisschen seltsam, weil die haben ja nicht wirklich gegessen. Das war mehr für die Gäste. Wenn ihr versteht, was ich meine. Irgendwann musst du uns mal noch erzählen. Aber du kannst dir eins, von einem sicher sein, Giacomo. Solange du mit uns unterwegs bist, musst du nie den Rest des Schluck trinken. Okay. Das ist lieb. Das ist mal was ganz anderes. Mhm. Ihr seid gar nicht so schlecht, wie ihr aussieht. Du bist ja der Einzige, der nicht im Dunkeln sehen kann. Liebe Traut, habt ihr in irgendeiner Form Licht jetzt gemacht oder hast du dich einfach... Ich hätte jetzt gesagt, ich lasse mich quasi von ihnen mitführen, weil Licht anmachen scheint jetzt gefährlich. Ich würde sagen, dass zwei von euch können Perception-Checks machen. Jo. Es geht hier um Hören, das heißt, da wäre dann jetzt auch kein Disadvantage wegen Licht. Achso, aber dann kann er das doch auch. Ja, aber ich meine, die Regel für Gruppenchecks ist, die habe ich so ein bisschen von mit Mercer übernommen, meistens einer mit Disadvantage oder zwei, weil bei einer größeren Party, wenn immer alle gleichzeitig Perception würfeln, dann hast du eigentlich verschließt. Also dann wird es irgendwann... Ich habe Perception plus zwei. Ja, habe ich auch nicht besser. Ich habe plus null. Ich habe plus eins. Okay. 15 plus zwei. Mhm, was war das andere? 11. 11, okay. Du, liebe Traut, hörst es plötzlich 5-6 Meter von euch im Gebüsch rascheln. Ja, also so, als ob da jemand kommt. Ich glaube, da kommt jemand. Psst,
Okay, während ihr das noch tritt eine Gestalt aus dem Busch, die die beiden, die im Dunkeln sehen können, dann auch als Abigail erkennen. Diesmal nicht geisterhaft, sondern in körperlicher Form. Oh, wer hat dich jetzt jemand anders ausgekotzt? Oder, Nein, der Ankerstein ist ja jetzt verbraucht. Und naja, das Reisen mit dem Planeshift-Spruch ist manchmal nicht so präzise. Ich muss euch erstmal finden. Ah, okay. Was ist das für ein Spruch? Ist das ein lustiger? Nein, er ist nicht lustig. Das ist ein Spruch, der es einem erlaubt, zwischen verschiedenen Ebenen der Existenz hin und her zu reisen. Das ist lustiger. Schade. Es ist ein sehr anspruchsvoller Zauberspruch. Den können sogar mächtige Feen wie ich nur einmal am Tag. Ich suche immer noch lustige Sprüche. Also, falls sie einen Gag haben, den will ich nehmen. Oder guckt dich so an, also sie guckt dich an, als ob sie es nicht versteht. Ja, du bist nicht sicher, ja, ich bin du bist so nicht sicher, ob sie es wirklich nicht versteht oder ob sie wieder umgekehrt versucht, dich zu verarschen. Aber sie guckt dich einfach nur so an. Jedenfalls, Abigail, wir haben Pferd. Das hast du sehr gut gemacht, mein lieber Giacomo. Ja, finde ich auch. Sie klopft Chrysantheme, so wie man das so bei Pferden macht, so auf den Rücken. Aber und der steigt auch gleich auf sie auf. Ist gut. Der hat auch echt viel Arbeit geleistet. Und der Zwerg auch. Und wir haben eigentlich und wir hatten auch eigentlich eine Absprache. Ja, wir sind ein Team jetzt. Wir sind ein Scheme-Team. Ja. Scheme-Team. Ich reiche Giacomo so die Hand zu High Five. Scheme-Team. Scheme-Team. Yeah. Und im Gegensatz zu eurer Welt ist ein Versprechen im Feenreich absolut bindend und quasi Gesetz. Und sie reicht dir einen kleinen Sack. Ja. Giacomo nickt einfach nur weise, als hätte er das immer gewusst. Boah, dann nehmen wir das. Ja, alles sehr bindend. So. Ich kann ja nicht sehen, was drin ist. Ihr müsst ja gucken, was drin ist. Ich nehme den mal und schau. Da sind auf jeden Fall irgendwelche seltsam schillernden Kristalle. Ich meine, gut, Farben kannst du mit Dunkelsicht auch nicht so richtig sehen, aber auf jeden Fall irgendwelche Arten von Kristallen oder Edelsteinen. Es tut mir sehr leid, fragen zu müssen, aber als jemand, der relativ viel mit Steinen, die edel aussehen, zu tun hatte. Was genau sind das jetzt für welche und woher wissen wir, dass die echt sind? Ihr wisst, dass sie echt sind, weil ich euch mein Wort gegeben habe. Und es sind, sie geht jetzt so eine Liste von Namen durch, wie es sind. Es sind billige Rühle und Chromisanten und also wirklich so Namen für Edelsteine, die auch du als Zwerg, der sich tatsächlich mit Steinen auskennt, noch nie gehört hast. Und ihr müsst vielleicht einen spezielleren Händler finden, aber ich versichere euch, dieser Sack ist auf eurer Ebene, wenn ihr den richtigen Händler in einer großen Stadt findet, mindestens seine 300 Goldstücke wert. Okay. Ich mag die Zauberlady. Ich merke jetzt langsam. Ach, ich mag dich auch, kleiner Mann. Und sie tätschelt dir den Kopf. So ein bisschen herablassend. Ja, ich mag auch alle. Sogar dieses Pferd. Also, dann. Das ist doch ein ganz hervorragendes Pferd. Hm. Ja. Ein bisschen einseitiger. Guter Gaul. Konversationalist, aber im Großen und Ganzen ein ganz gutes Pferd. Ich würde dann sagen, viel Spaß mit dem Pferd. Ich meine, wir haben gerade was sehr Wertvolles gestohlen, deshalb sollten wir wahrscheinlich uns so langsam davon machen. Aber was sehr, sehr Wertvolles bekommen. Und was Freundschaft. Sehr Wertvolles, ich meine nur... und in deinem Fall sogar Ich glaube, du hast mehr als Freundschaft bekommen. Oh ja, das war Freundschaft plus. Naja, dann überlasse ich euch mal eurer Freundschaft. Ja, ihr habt... Meine Feenkristalle sind schön und gut, aber der wahre Schatz sind... Naja, und ihr wisst, wie dieser Spruch weitergeht, nicht wahr? Aber Giacomo, was ja? ist denn jetzt mit mir? Du bist jetzt frei. Aber du hast Zauberkräfte und du kannst damit machen, was du willst. Und ist, ich Vielleicht melde ich mich irgendwann mal wieder bei dir, aber du bist sowieso frei, auch wenn ich mich bei dir melde, aber... Aber bis ich mich bei dir melde, bist du ganz besonders frei. Ihr seid wirklich sehr großzügig, vielen Dank. Oh ja, das bin werde ich, aber ich kann werde mir ich auch, nie vergessen. Ich kann mir auch keinen besseren kleinen Zauberfreund als dich vorstellen. Ja, danke noch. Ich mir auch nicht übrigens, Giacomo. Ja, also danke an den Stein. Und ja, ich muss dann auch. Und sie ist auch so, sie reitet sofort auf Chrysantheme in den dunklen also Wald raus. Giacomo steht einfach nur ziemlich besoffen da und wackelt so leicht vor sich hin. Ich bin jetzt ein mächtiger Zauberer. Das bist du wirklich. Ja. Für mich warst du schon immer ein mächtiger Zauberer. Ich sag dir das schon seit Jahren.
Für mich war es schön, wenn wir hier sauber. Ein anständiger Typ. Wir sollten jetzt eigentlich schauen, dass wir so weit wie möglich weg vom Basar kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob du, Klaustrum, jetzt in der Lage bist im Moment, besonders weit zu... Hat sie das Pferd mitgenommen? Ja. 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 Ah, wir hätten das Pferd noch behalten sollen. Ich glaube, dann wäre der Deal nach hinten losgegangen. Ne, wir hätten einfach noch einfach weiter wegreiten noch mehr können. Pferde klauen sollen. Nein. Egal. Ja, genau. Wir gehen jetzt zurück, klauen noch mehr Pferde. Nein, ich glaube, wir haben genug geklaut für eine Nacht. Wir haben richtig viele Edelsteine, wo ich mittlerweile davon überzeugt bin, dass sie echt sind. Ja. Ich muss noch das Geld zurückbringen für den Whisky. Okay. Klar, das haben wir schon längst gemacht, Jago. Wirklich? Haben wir schon längst gemacht. Da habe ich noch einen letzten Insight-Wurf drauf. Ja. Also. Ihr habt natürlich jetzt beide Disadvantage, weil ihr total besoffen seid. Ich habe eine Eins gewürfelt. Ich glaub's ihm absolut. Das ist nicht mal würfelt. Das haben wir doch schon längst gemacht. Gott, ihr seid wirklich schnell manchmal. Das hat mich richtig überrascht, aber ihr seid auch schnell. Ihr seid zwei schnelle Typen. Ja. Das ist ein gutes Team. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wo willst du als nächstes hin, Giacomo? Die Welt steht uns offen. Dann will ich die ganze Welt. Was bitte? Was bitte? Ich würde gerne mal die Welt sehen, wollte ich sagen. Aha, ja, das war, ich muss rülpsen, ne? Ja, so. Ich habe ziemlich viel getrunken auch. Tja. Dann laufen wir einfach in irgendeine Richtung los, oder was? Ja, genau. Und so laufen zwei besoffene kleine Männer und ein nüchterner, auch kleiner, aber nicht so viel kleinerer. Also der, eigentlich einer der größeren Männer. Du bist Männer. Der Größte. Als Zwerg bist du wahrscheinlich fast ironischerweise. Auf jeden Fall größer als Giacomo und ungefähr genauso groß wie Liebetraut. Ja, und so lauft ihr. Das hatte ich gar nicht im Kopf die ganze Zeit, dass wir alle so klein sind. Ja. Lauft ihr leicht besoffen, verpeilt, mitten in der Nacht in einen stockdunklen Wald, in dem ihr euch nicht auskennt. Und vielleicht werden wir irgendwann erfahren, was ihr dort findet, aber nicht heute. Fürs Erste sind wir fertig mit unserem Special über Giacomos Erwachen. Vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Das war super, vielen Dank. Ja, genau. Besonderen Dank natürlich auch nochmal an euch beide. Pluggt doch bitte nochmal alles, was ihr zu pluggen Dankeschön, habt. Dankeschön. Ja, ich bin @basti.ulrich. Ach, die Kamera geht nicht mehr. @basti.ulrich bei Instagram, Mikrosom bei Twitter. Duden Comedy kann man sich anhören. Das ist ein Podcast. Wir machen die Links wenn man auch gute Sprüche hören möchte. Ja, wenn man gute Sprüche braucht. Die jetzt, die jetzt einen nicht in eine andere Ebene transportieren, aber... Das finde ich jetzt ein bisschen gemein, dass sich mein Podcast nicht in eine andere Ebene transportiert, aber okay. Also, nicht... Also, das war jetzt... Gut, ja, Antonia, was hast du zu planen? @Antonia Lisa Bär auf Instagram und Twitter und Schamlos Podcast auf allen Plattformen, wo man Podcasts finden kann. Genau, und alles von Jonas, von mir, von uns allen, von bla, findet ihr in der Videobeschreibung. Ja. Ihr könnt uns auf Patreon unterstützen und so weiter. Ansonsten... Und gerne auf Twitch vorbeigucken. Oh ja, richtig. Ja. Wir streamen auf Twitch. Ich baue gerade in Planet Coaster einen Dungeons & Dragons Freizeitpark. Ja, und wir spielen auch Solasta, was ein Dungeons & Dragons basiertes Game ist. Ja. Und Ivan spielt The Witcher und Ralf und Faruk spielt. Nee, Faruk. Falk. Falk, ja. Pircek. Falk. Ich wollte erst Ralf sagen, dann Faruk, dann Falk. Ralf Pircek wäre aber auch cool. Ralf Pircek für seine spätere Karrierephase. Frank. Ja. Unser Frank spielt irgendwann vielleicht auch mal nochmal Herr der Ringe, aber der ist gerade beschäftigt. Gut. Kommt gut nach Hause. Gott schützt das Internet. Die Rente ist sicher. Keine macht den Drogen. Okay. Ciao. Bis dann, ciao. Ciao.